Irgendwie ist der Chat nicht da. Geht schon gut los. Wo ist der Chat? Da. Ah, jetzt ist der Chat da. Sehr schön. Mal gucken. Geh mal nebenbei in den Stream-Channel. Und dann nehme ich mal erst die Begrüßung, dann sage ich mal Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist PaddyXLP und auf Twitch PaddyX da. Ja. Ich streame heute wieder Mario Kart. Ihr könnt natürlich alle mitmachen. Heute mal wieder mit Facecam. Hallo. Ich hoffe, dass das mit dem Greenscreen im Hintergrund nicht so sehr stört. Ich habe immer noch keine Softbox. Ich glaube, das sieht man auch an meinem Spendenziel. Und ja, ich versuche mein Bestes, um heute wieder episch im Multiplayer zu verkacken. Nebenbei gehe ich natürlich wieder in den Streamer-Channel. Wer Bock hat mitzureden, kann dies gerne tun auf Discord. Und ja, dann schnacken wir nicht lang, dann fange ich mal an. Ich gehe mal in den Streamer-Channel, da ist auch Pascal drin. Nur dann wird jeder andere mich auch erkennen wollen. Wie kann ich da das machen? Warte, ich hab eine Idee. Die erste Staffel hat übrigens 25 Folgen. The fuck? Das finde ich gut. Ja. Ja. Ach, hi, Benny. Ach, schade. Hi. Na? Na? Ich hab gedacht, komm mal rein und mach mal ein doofes Geräusch. Ich denk nur so, what the fuck war das denn für ein Geräusch? Oh ja, ist doch ein bisschen zeitverzögert. Egal. Nee, ich guck grad mit der Capture Card und dem Stream. Alles klar. Aber es funktioniert jetzt. Ich hab's vergessen zu starten. Den Tippi. Monsterhase, ja, das können wir gerne morgen auch machen. So. Also ich hab extra den. Nehme ich wieder meinen Long. Was ist denn mit den. Oh ja. Das Bild war geil, ne? Ey, das ist ja mega! Das habe ich heute gemacht. Saß ich lang genug dran. Bin ich auch echt stolz drauf. Glaube ich dir wirklich auf Wort. Soll ich mal Twitch-Partner werden, dann wird das bei mir auch so ein Emote. Im Stream. Kannst du machen. Aber ich keine Ahnung. Ich glaube, anderthalb Stunden habe ich dran gesessen ungefähr. Das erstmal hinzukriegen, dass ich das färben konnte und so. Das war ja eigentlich mal ein normales Nutella-Glas. Echt jetzt? Ja, das Original habe ich auch noch. Das kann ich dir nachher mal zeigen. Ja, das. Wenn man das kann, dann ist das ganz einfach. Aber wie gesagt, habe ich mich auch wieder durch Seiten gefressen und alles und Tutorials. Ich müsste eigentlich mal einen Fernseher zu mir gleich mal drehen. Ja, heute streamen wir mal einen zweiten Tag hintereinander. Kommt selten vor. Aber ich habe ja gesagt, ich werde jetzt versuchen, wieder regelmäßiger für euch da zu sein. Und ja, warum nicht? Ich hoffe, dass Larry heute noch reinkommt. Die wird sich freuen. Oh ja. Wenn die das sieht, muss ich gleich einblenden. Ich habe schon im Stream vorbereitet, dass ich das einblenden kann. Nein, Monster Hase, ich freue mich schon auf morgen, dann würde ich mich sehr freuen, dass wir uns dann wiedersehen, dann können wir auch sagen, dass wir das eigentlich schaffen. Was los, Garfield? Ja, so ist das, ne? Morgen habe ich eine Spätschicht, aber das ist ja eh Pillepalle. Fuck! Dieser Assi mit der Bombe, ey. Oh, nein! Stern und Banane, was ist denn hier los, ey? Hier ist ja totale Eskalation schon wieder. Immer. Oh, da wollte er mich mit dem Zäpfchen bumsen. Das ist ja übel. So. Der Penny hat auch nebenbei wieder kurze Haare. Ich muss sagen, bisher bin ich zufrieden, wie das mit dem Greenscreen hier aussieht. Ja, Monster Hase, immer dieses Spiel, das ist sowas wie ätzend, diese hässliche Grafik. Die Grafik ist voll geil, Mann, nur das Gameplay ist voll kacke. Laber nicht. Alter, der Prozessor, Mann, der glüht jedes Mal. Oh no.
Aber die Story ist halt nur geil, wenn du die richtige Karriereleiter einsteigst. Dann macht das Spiel übelst Spaß. Ja, das stimme ich dir vollkommen zu. Bin ich jetzt wegen dem einen Platz gefallen oder was? Kacke. Egal. Ja, man sieht das schon, dass es krisselt. Ich sag ja, ich brauche eine Softbox, dann geht der Scheiß weg. Was ist denn mit denn? Polarkreis 18. Ich blende da mal da oben die Info aus. Steht nämlich von wegen... Katze! Ey, man hat mal eine Katze gesehen! Nice! Naffi, ne? Ja? Da ist ein Schwanz. Ja, was ist denn? Ja, meine Katze hat jemand auch schon jemand gesehen. Na komm, komm. Zeig dich mal, komm hier. Na komm. Oh, willst du nicht zeigen? Schade, schade. Mein Bot ist wieder Alleinunterhalter hier im Channel. Im Chat. Besser gesagt. Ich weiß gar nicht, ich muss mal kurz gucken, ob ich überhaupt das Richtige angegeben habe. Aber ich glaube, ja. Ich habe gestern auch nur Mario Kart gestreamt. Von daher passt das. Alles klar. Muss sich nicht viel ändern. Immerhin. Boah, mein Auge juckt. Passiert. Sag mal, Monster Hase, was ist die andere junge Dame? Was ist mit ihr? Oder ist die gerade, wenn ihr einen anderen Stream beschäftigt? Alle streamen sie. Ja, Mann. Gut, nur dass du halt eine ganz andere Richtung streamst als ich. Ne? Ich bin ja eigentlich nur Nintendo-Streamer. Ja, hauptsächlich. Ja, und ich nur mehr RPG. Ausgenommen, ich wollte jetzt halt die Tage mal mit End Dead by Daylight spielen. Ich muss aber gucken, dass ich ihn mal zu fassen kriege. Ja, weil gestern, da ich habe ihn gestern gefragt, ob wir mal spielen wollen, kam aber leider Gottes irgendwie keine Antwort drauf. Das fand ich echt schade. Na, weil ich würde das gerne mal mit ihm spielen. Vor allem, weil er es mir ja auch sozusagen geschenkt hat. Finde ich auch echt cool. Weil, ich weiß nicht, ich habe in letzter Zeit so wenig Geld mir jetzt so Spiele oder so zu kaufen. Ja. Und ja, zum einen wegen den ganzen Geburtstagen und sowas jetzt alles wieder ansteht. Ja, Annabelle hat ja auch bald Geburtstag. Ja, Alter, dieser blöde Arsch, ey. Das ist ja nicht normal. Ja, ich bin vorletzter. Ich wollte gerade sagen. Ah, nee, jetzt bin ich vorletzter. Okay. Haha. Ha. Hat er sich selber ausgenockt. Nein, wieso ist denn der immer noch da? Der ist ja schlimmer als Herpes. Das ist ja übel. So, Gas geben. Dritte Runde. Nee, zweite erst. Boah. Ui, ja, nice, war klar. Ja, Monster Hase für mich das Gelbe, aber ich freue mich schon auf den 10.10. Das würde ich hundertprozentig streamen. Und zwar Mittelerde Schatten des Krieges. Das würde ich hundertprozentig streamen. Das wollte nicht einer auf dem PC. Schafft das denn dein PC? Ja, schafft es. Ja, du musst ja bedenken, wenn du das streamst, das frisst ja noch mehr Leistung. Ja, ich weiß. Warum schmeißen die immer diese Feuerbälle nach hinten? Weißt du, ich bin Sechster. Was soll denn der Mist? Oh, ist das ätzend. Natürlich. Das Herz ist hoch eins. Ja, RIP, das war's. Ah, er hat auch gefailt. Komm, gib Gummi, gib Gummi, gib Gummi. Ja, sehr schön, Siebter. Ist Jonas eigentlich am Stream? Ich glaube nicht, ne? Apropos Jonas, wie geht's denn eigentlich? Oh, ganz gut. Ich hab letztens mit den Splatoon gespielt. Vor ein paar Tagen. Das ist doch gar nicht so lange her. Oh, cool. Ja, ich spiel gerade alleine auf Steam. Isaac spielt er. Isaac habe ich noch nie gespielt. Ich hab's zwar auch, aber ich hab's noch nicht gespielt. Ja,
habe ja die, so wie du das ja gerade bei mir gesehen hast beim Stream, ich spiele ja die neue Klasse, den Necromancer. Ja, ich sag ja, ich habe mir letztes Jahr gar nicht mehr in Diablo reingeschaut. Komm, Excitebike, bitte. Nö. Warum auch? Ja. Vor allem, was mir auch fehlt, ist zum Beispiel Fluffy. Der ist auch schon. Habe ich ja schon gestern gesagt, im gestrigen Stream. Irgendwie fehlt er mir. Der ist so. Es ist so ruhig, er crawlt nicht mehr rum. Mhm. Ich habe ihn gerade bei WhatsApp mal angeschrieben. Auch nichts, oder was? Kam bisher noch keine Antwort, leider nicht. Okay. Ja. Das hat mein Bot auch wieder gepostet, dass ich am Strimmen bin. Sehe ich gerade auf Discord. Vielleicht macht ja Sonic nachher wieder mit. Ich weiß nicht, gestern war das auch so, dass ich glaube ich die erste halbe Stunde alleine gestreamt habe. Und später kamen dann ein paar Leute. So 5, 6. Aber ich weiß, dass die Hauptsaison bei Twitch zumindest wieder kommt, wenn die Ferien überall beginnen. Und das ist ja. Boah, Hammer. Das ist ja jetzt. Warte mal, haben die Ferien denn jetzt eigentlich schon begonnen? Oder? Nein, die beginnen am 24.07. Also an dem Montag, zumindest hier bei uns. Und ich glaube, in Bayern ist das auch nicht so stark verschoben dieses Jahr. Hat mir Winnie jedenfalls. Ich glaube, der hat eine Woche später oder so. Also kannst eigentlich damit rechnen, dass so ab August haben auf jeden Fall alle Ferien. Und wenn du da streamst, dann schaffst du, glaube ich, auch mehr Zuschauer. Das ist halt so, wenn du unter der Woche streamst, dann läufst du halt immer auf Gefahr hinaus, dass du keine Zuschauer hast. Mhm. Es sei denn, die gucken gerade zufällig Freunde oder so zu. Also so ist das zumindest bei mir. Ich habe heutzutage 3 neue Leute zum Bilder. Ja. Alter, ist das 200 CCM oder was ist das hier? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Das, ich weiß nicht, irgendwie ist das voll schnell. Shit, ich habe es geahnt. Ach, come on. Nur ist noch Pfanne, ne? So in etwa. Ui! Ui, ich glaube, das ist 200. LOL! Nice! Ich wurde nicht getroffen vom Blitz. Aber ich habe auch kein Item, ich bin 10. Er ist 200. Ja. 10. Schade. Nee, hat nur wieder mein Bot was geschrieben. Also wie gesagt, gestern war das auch so, aber ich kann es verstehen, weil halt viele auch Schule haben, morgen arbeiten müssen. Deswegen weiß ich auch, dass bei mir eigentlich so unter der Woche war so oder so immer so Pi mal Daumen wenig los. Ich freue mich auf jeden Zuschauer, der hier zuguckt. Ja, ich auch. Ob jemand das schon, wenn ich schon jemand kenne oder neue Leute. Ganz ehrlich, ich habe 2 neue Leute kennengelernt, die Diablo 3 spielen. Ich sag mal ganz ehrlich, ich bedanke mich immer noch ganz herzlich. Ja, es gibt auch viele, die gucken halt eher so bei No-Name-Streamern zu und so, weil sie wissen, da können sie noch mitspielen. Wenn du jetzt zum Beispiel so ganz große Streamer guckst, da hast du mal keine Chance irgendwie. Das hat mich sehr überrascht. Oder eine schlechte Chance noch mitzuspielen. Guck mal, gestern habe ich auch einen neuen Follower gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht kommt er ja nachher nochmal mit dazu. Mal gucken. Ich werde es ja sehen. Ich lass mich überraschen. Lass dich überraschen. Ach ja. Ah, gespiegelt. Was ist denn heute los, ey? Erst 200, jetzt gespiegelt. Das ist ja Hardmobbing. Ja. Da hat schon jemand verkackt. Aber Winnie ist auch heute nicht da. Das ist irgendwie voll komisch. Heute ist irgendwie so ein richtig toter Tag. Mir aus, so mein Teil. Ui, das war knapp. Na? Nice, ich hab's rüber geschafft. Haha, der hat gefailt. Oh,
nein, nur weil er mich gerammt hat. Sonst hätte ich einen Drift geschafft. Ja, komm schon. Noch was? Moment. Nee, das ist er nicht. Alter, ja, warum schmeißen? Ich versteh's nicht, ne? Ich bin 10. und sie schmeißen immer die Feuerbälle nach hinten. Und ich Bumerang nicht, auch. Und tot. Hä? Was? Pixel Paddy? Wieso Pixel Paddy? Warum? Und hi Larry, schön, dass du da bist. Ich habe auf dich gewartet. Ich muss dir gleich unbedingt was zeigen. Ich muss dir was zeigen. Lauf dich weg. Das mache ich aber nach der Runde. Ist ja schon die letzte Runde. Ja, diese, ich glaube... Nee, doch nicht. Vielleicht werde ich doch nicht 12. Vielleicht schaffe ich das... Ja, okay, kein Item. Ich habe verkackt. Monsterphase, das kann ich dir echt nicht sagen. Ach, come on. Das kann ich dir wirklich sagen. 11. Na ja, doch nicht letzter. So, Larry, ne? Halt dich fest. Wieso Pixel Paddy? Hast du etwa die Auflösung so schlecht, oder... Ach so, ah, ich weiß warum, ja, never mind. Ich weiß, ja. Ich habe halt keine Softbox, deswegen sieht das halt so aus, ne? Man merkt, dass das hier drin das Licht ein bisschen dunkel ist und kann ich leider nichts. Also kann ich nichts dran ändern. Warte mal, ich nehme Instrumentalpiste. Und wo ist es? Guck es dir an. Das habe ich heute gemacht. Hat 1,5 Stunden gedauert. Senfteller! Da frage ich mich so, wie viel Langeweile muss man haben. Sieht das nicht geil aus? Jetzt habe ich gerade, wie gesagt, aus Langeweile gemacht. Das habe ich Fluffy auch noch nicht gezeigt. Das wollte ich Fluffy auch noch zeigen. Oder habe ich das bei WhatsApp geschickt? Warte mal, ich guck mal. Nee, habe ich nicht. Noch nicht. Doch. Wundervoll, ja, wusste ich. Papier. Wie findest du das? Wie gesagt, 1,5 Stunden Arbeit hängen da drin. Aber, und das war wirklich mal ein ganz gewöhnliches Nutella-Glas, was ich da misshandelt habe. Willst du sofort kaufen? Ja, müsste ich. Das macht sie jetzt mit Absicht. Um zu provozieren. Dann bleibt sie morgen ganz auf dem Topf sitzen. Ist mir jetzt auch egal. Oh nein, rote. Ich weiß oder so nicht, wo ist denn Fluff eigentlich hin? Also ich habe Fluffy, wie gesagt, angeschrieben bei WhatsApp, aber kam nicht zurück. Irgendwie, weiß ich nicht. Winnie ist heute auch nicht da, komischerweise. Jo, Monster Hase, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du so gut geguckt hast. Dann dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Ich bin 4. Gut, dann... Ja, es war ja logisch, ne? Alter, komm! Weißt du, ich treffe nicht einmal mit einem Bumerang, er trifft doch zweimal. Du weißt auch nichts von ihm. Ja, weil irgendwie wird hier nicht mal rumgecrawlt und ich weiß nicht. Irgendwie ist ruhig, weißt du. Guck mal, das letzte Mal, als ich gestreamt habe, habt ihr beide ja auch den Chat alleine unterhalten. Also das war irgendwie voll lustig. Und sonst quatscht er ja auch immer mit oder so. Oder, wie gesagt, letztens hat er nicht mitgequatscht, aber ja, und schon musst du es machen. War klar. Vielleicht hat er einfach eine scheiß Schicht in diese Woche oder so. Dass er deswegen eher nur am Wochenende da ist. Aber hey Larry, ich hab's geschafft, mal wieder 2 Tage hintereinander zu streamen. Und diesmal sogar wieder mit Facecam. Aber ich habe ja auch schon gesagt, ich will jetzt wieder versuchen, regelmäßiger zu streamen. Alter! Was? Ist das Mobbing? Alles klar. Komm.
bist stolz. Ja, man merkt, ich brauche eine Softbox. Aber da kann ich echt nichts gegen machen, weil das Licht hier drin ist so schlecht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die große Lampe noch anmache, dann geht das auch in die Hose. Das Einzige, was ich natürlich jetzt machen könnte, wäre, ich gehe jetzt mal, ja, scheiß drauf, nehme das. Ich könnte auch theoretisch, wo ist meine Webcam? Da. Den Hintergrund ausblenden, also sprich nach dem Motto so. Guck mal, dann sieht es halt so aus, aber ich finde, das sieht auch doof aus. Weil du siehst halt dann hier diesen scheiß Rand und siehst dann halt nicht, was hier so im Spiel noch ist. So würde das dann halt jetzt aussehen ohne Dings. Und man sieht ja auch schon, dass man einen Schatten, dass es einen Schatten wirft und so. Und wenn ich jetzt eine Softbox hätte, die direkt nur auf diese Wand gerichtet ist, ist mein Schatten weg und alles. Na, aber solange, ja, man sieht's ja. Sollst du mitreden? Weiß ich nicht, hier ist noch jemand anders im Channel, ne? Wollte ich nur mal anmerken. Bei mir ist es egal, kannst gerne machen. Du musst dich aber switchen, weil du von selber kommst hier, glaube ich, gar nicht rein. Wieso hat er ihn jetzt abgebremst, um mir eins reinzuwürgen oder was? Oh, manche Spieler, ne, verstehe ich einfach nicht. Mensch, ich bin Zweiter. Die grüne Wand ist wundervoll im Spiel. Ja, ich weiß. Und da finde ich, das ist natürlich kacke, dass es so ein bisschen krisselt, ne, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da finde ich das hier eigentlich eher angenehmer, als wenn ich jetzt das anders machen würde. Also als wenn ich den Greenscreen komplett so lassen würde. Weil natürlich kann ich das auch wieder, ja, verringern, indem ich zum Beispiel das Fenster von meiner Webcam kleiner mache. Aber jetzt bin ich auch kleiner. Das ist ja auch doof, dann kann ich sie auch gleich auslassen. Und deswegen habe ich auch die ganze Zeit auch, das war auch einer mit der Gründe, warum ich ohne Facecam gestreamt habe, weil mich das einfach angekotzt hat. Und ich habe bis heute es nicht geschafft, die 40 Euro für die Softbox aufzutreiben. Halt unter anderem, weil ich mir die Switch gegönnt habe und weil ich mir jetzt diese Woche noch, oder diesen Monat noch Splatoon 2 gönne. Und ja, das kostet alles Geld und da ist einfach kein Platz für eine Softbox. Tja. Weil gerade wenn Splatoon 2 rauskommt, dann bin ich so oder so immer am Wechseln zwischen Splatoon und Mario Kart. Und dann würde ich auch versuche ich auch so ein bisschen wieder das alte Schema aufleben zu lassen. Aber wie gesagt, ich werd jetzt nicht komplett die ganze Woche durchstreamen oder so. Aber ich werde halt schon ein paar Mal die Woche streamen. Das habe ich schon vor. Weil, ja, ist halt besser. Weil mir hat das Stream letztes Jahr oder allgemein die ganzen Streams haben alle so übel Spaß gemacht. Auch wo immer so viel los war und so, aber ich weiß nicht. Man merkt einfach, es ist einfach so krass ruhig geworden. Und das ist auch meine eigene Schuld, weil ich ja, wie gesagt, die letzte Zeit gar nicht streamen konnte. Was, Raid? Welche Qualität? Wie, was? Was? Hä? Was? Vergiss es einfach. Hä? Larry, du verwirrst mich. Oh ja. Wahres Abfahrt. Kann ich jetzt zum Beispiel... Ich habe jetzt eine Lampe, so eine kleine, ja, kann man sagen, Nachttischlampe, die mich anleuchtet. Die leuchtet auch sehr hell. Wenn ich die jetzt ausmache, dann kriselt das schon mehr. Es war angenehmer für mich, aber... Ach, geht das wieder los mit 42? Alles klar, geh weg. Die Krissel, geh weg. Jetzt geht's langsam weg. Astro, hey, willkommen, schön, dass du da bist. Nicht wundern wegen dem Gekrissel hier, ich habe halt noch keine Softbox. Und die Lichtverhältnisse hier sind relativ bescheiden.
Mein Lauf. Gehst du jetzt zu ihr oder? Hm. Oh, jetzt gibt's Beef von der Mutti. Hm. Musst du morgen dann arbeiten? Ja, ich hab ja leider keinen Urlaub. Ja, ich muss ja morgen auch arbeiten. Aber Gott sei Dank erst spät. Ja, mal. Das heißt, deswegen kann ich jetzt auch streamen. Mhm. Nur morgen werde ich. Ne? Wie ist die Arbeit denn eigentlich? Ganz gut oder andere? Gespalten. Ich muss gucken. Mhm. Weiß man. Du spielst mit Facecam, ne? Wie? Wie jetzt, hä? Was? Ja, okay, ich guck gleich. Nach der Runde guck ich mal. Wegen Moven und so. Kann auch noch Leute moven, oder? Nee, kann nur ich. Also nur Edmunds. Normalerweise könnte das auch Fluffy, aber der ist ja, wie wir schon gesagt haben, irgendwie aktuell ausgeflogen. Oh, nice. Ah, cool. Da war mal einmal für einen kurzen Moment das Glück auf meiner Seite, vermute ich mal. Ich habe es gar nicht gesehen, wie viel CCM das ist. Irgendwie juckt es mich gerade, das ist voll kacke. Ja, so wie die Arbeit ist, kann ich im Endeffekt noch gar nicht sagen. Weil ich bisher nur einen Tag gearbeitet habe. Naja, ne? Arbeitszeiten technisch her ist das ein Traumjob, wirklich. Also alleine von den, wie gesagt, von den Zeiten her ist es geil. Es gab aber so ein paar Sachen, die mich so übelst gestört haben. Zum Beispiel, dass sie von mir erwarten, dass ich in 2 Wochen das meiste alles drauf habe. Das heißt, ich soll in 2 Wochen. Und man muss auch dazu sagen, dass ich die erste Woche, also sprich diese, ist das ein Lutscher, ne? Entschuldigung. Dass ich jetzt diese Woche jeweils 3 Tage arbeite zu je 3 Stunden. Mhm. Das heißt also, wie soll ich in 9 Stunden in der Woche mir schon mal so richtig viel Input merken? Und sie hat mir am ersten Tag so viel gesagt, die Chefin, was ich mir alles merken muss. Und ich weiß nicht, das ist einfach für mich ein bisschen viel aktuell. Und ja, mal gucken. So, da ist Larry, Emma's Witchen. Hi Larry. Am 6.7. ist Platoon Direct. Merkt ihr einfach die 42? Hallo! Wow! Bist du laut? Leck mir am Arsch! Boah! Boah! Da ist grad fast mein Trommelfell rausgeflogen. Muss ich mal leiser machen. So. Sag mal was? Hi! Bist du immer noch so laut? Discord verarscht mich. Ja, okay, gut. Wie bitte? Wie kommst du, dass du mal Discord kommst? Ja, das sind fast gerade keiner drin, also. Tschüss. Ja, ich sag ja, irgendwie sind alle ausgeflogen. Die fliegen von hier weg. Wir haben keinen Bock auf dich. Ja. Wundert mich nicht. Mich auch nicht. Sieht keiner, dass ich verkacke, passt. Es gibt jeder immer. Nein. Muss man nicht mal sehen, weiß man. Nein, stimmt gar nicht. Ach komm! Ist das Mobbing. Das ist mal Mobbing bei mir. Naja, ich weiß nicht, das arbeitstechnisch. Das nennt man Karma. Ja, nee, das war Mobbing. Nein, das ist Karma. Das war Mobbing. Das war definitiv Mobbing. Geh rein. Gut, Leute, ich bin jetzt fertig mit Spiel. Ich sag euch nur noch schönen Tag und noch schönen Abend noch. Keine Ahnung, wann wir das noch ansehen. Aber dann seid ihr schon mal. Sieht aus, geht. Ja. Hast du aufgehört? Ja. Uha. Du, weil ich gekommen bin. Ja. Du bist schuld, geh dich vergraben. Nein, ich muss. Ich bin ganz ehrlich, ich hab doch nur. Ich bin immer so 21 Uhr nur online und dann
ich sowieso ja bald auf, weil ich ja arbeiten muss gleich. Ich weiß. Ja, ich muss ja morgen auch arbeiten. Also, wollte ich den neuen Nick. Beziehungsweise professionell lernen. Wirklich meine Sch. Hä? Wir wollen keine Schule. Ja, ich hab ja, wenn man es so nimmt, habe ich auch keine Schule. Ich guck einfach nur zu, wie andere Mitarbeiter arbeiten. Und das krieg ich bezahlt. Irgendwie. Ja. Obwohl ich eigentlich das Grundwissen von dem Betrieb kenne, aber die sind wirklich da so krass drauf, weißt du, die haben da so einen richtig dicken Ordner, wie man die Waren da präsentieren soll. Zumindest so farblich gestaltet und gespiegelt und. Hast du nicht gesehen, ne? Und du denkst in dem Moment auch nur so, what the fuck? Ey, Vanilla, blau kariert. Also nach dem Motto, was willst du von mir? Ja, nee, ich weiß, den finde ich sowieso voll krass. Den dümmsten Spruch, der kam von der Chefin, da ging es halt darum, was hat die gesagt? Ach ja, dass sie ja bald Geburtstag hat und das deswegen, ich glaube jetzt im Oktober oder so, und dass sie deswegen im Oktober eine Woche frei hat. Was? Ja, das hat sie gesagt. Sagt mir aber vor, dass ich an meinem Geburtstag keinen frei nehmen kann. Weil da Urlaubssperre herrscht. Dachte auch nur so, danke. Toll. Weißt du, sagt sie mir, alle im Unternehmen nehmen zu ihrem Urlaub eine Woche frei. Ich darf es nicht, weil Urlaubssperre herrscht. Karma. Das ist echt Karma, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist verarscht, ist das. Das ist halt verarscht. Ach ja, am Sonntag haben wir auch geöffnet, verkaufsoffener, aber nur viermal im Jahr. Viermal im Jahr geht ja noch. Und wie gesagt, meine schlimmsten Schichten werden sein, also zumindest eine mit der schlimmsten Schichten wird am 31.07. sein. Da habe ich von 8.30 Uhr bis 19.15 Uhr. Was? Ja, ganzen Tag. Und da kann man eigentlich mit rechnen, dass ich da in diesem Zeitraum wohl eher weniger streamen werde. Darf man das eigentlich? Was? Was ist das? Also, die meinen, die achten sehr stark auf Gesetze. Das sieht man. Ich denke mal, dass das erlaubt ist. Also ich vermute es zumindest, ne? Also ich habe auch eine ganze Stunde Pause davon, die ich am Stück nehmen soll. Du musst. Ja. Aber was willst du, eine ganze Stunde Pause? Was willst du da machen? Ja, wie denn? Ich bin ja nicht zu Hause, das ist ja... Ich bin ja. Das ist ganz einfach. Ja. Ich soll schon mal das Problem wieder. Ja, natürlich. Wenn das so einfach wäre, ne? Dann wäre ich schon relativ happy. Nee, aber ich. So auch. Ich weiß nicht. Die Chefin ist irgendwie auch so. So eine Kreuzung zwischen total lieb und nett und total giftig. Ich wusste gar nicht, dass sowas geht und dass es so eine Kombination gibt, aber das ist wirklich. Alleine diese ganzen. Eine Sakura. Ey, nee, komm, das war. Weiß ich nicht. Das. Ey, Hammer. Weiß ich nicht. Zum einen sagen die zu mir, ich soll den ganzen Scheiß in 2 Wochen drauf haben. Und zum anderen sagen sie zu mir, aber sie erwarten ja, dass ich das alles nach einem halben Jahr drauf habe. Ja, was denn nur nach 2 Wochen oder nach einem halben Jahr? 42. So in etwa. Jetzt zündet er seinen Stern. Ich wusste es, Sonnutscher! Was? Muss ich wie ein Anime-Charakter machen? Einfach. Alles sofort können. Natürlich. Immer. Hallo, dann bist du voll special und so, kannst dann alles. Wenn das alles so einfach wäre, ne? Vor allem das Geile ist, wie nehme ich denn bitte schön meinen Urlaub, ey? Ich hab gar keine Ahnung.
Ich bin dann jetzt auch weg. Ich wünsche euch bald noch einen schönen Tag, noch schönen Abend. Noch? Gott sei Dank. Nein, gute Nacht. Ja, bitte. Ich weiß. Siehst du das von böse? Hau rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, guck mal, jetzt kriegt wieder Karma hier, ey. Schon wieder Elfter. Oh. Gott. Komm, komm, bitte mal wieder zurück. Bitte. Nein. Karma. Ja, komm. Hat nichts gebracht. Ich glaube, der kommt noch aus dem Bankverband. Oh Gott, wieso ist denn jetzt der Screen zu sehen? Das ist voll kacke. Boah, Alter, das ist so schlimm mit der Pixel-Scheiße hier, ne? Da ist man echt am Überlegen. Ich kann ja mal gucken, ob ich das irgendwie ein bisschen verringern kann. Keine Sorge. Da hat man was auf die Rußmännchen. Was kenne ich? Die Rußmännchen. Nein. Dann. Sprengsen, hey, willkommen, schön, dass du da bist. So. Oh Gott, ey. Manchmal ist der Chat echt so klein. Meine Kopfhörer, ey. Was machst du mit deinen Kopfhörern? Ich weiß nicht, ich hör dich von vorne, ey. Du hörst mich nicht? Gott sei Dank. Ey, ich tu mal andere Programme. Hast auf jeden Fall voll das High-Quality-Mikrofon. Ich? Nee, die hinter dir. Ja, das ist ein alter Laptop. Was erwartest du? Wäre ich gar nicht drauf gekommen. Wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen. Ich weiß nicht, ich mag Laptop nicht. Alter, ich faile schon wieder. Nur weil ich jetzt gerade einmal was geguckt habe. Na. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich falle wieder auf 2500 zurück. Aber dabei ist mein Mikrofon schon so laut, ey. Wie kann denn das sein? Natürlich hat der vorne auch einen Stern. Warum auch nicht? Ja, heute so. Weiß nicht. Gestern war auch schon so ein Scheißtag. Das ist normal. Nein. Aber ich habe in letzter Zeit auch so wenig gespielt. Davon mal ab. Ja, und ich habe auch einen Monat kein DVD gespielt, aber danach immer noch gut, ja. Ein Monat? Wie selten habe ich da noch Dings gespielt hier? Mario Kart. Zweimal im Monat? Ich kann nicht driften, ne? Ich habe ja viel länger nicht gespielt, ne? Oh. Jedes Mal, ne, ich drück eine rote rein und krieg dann so Zunder, dass ich erst recht noch weiter nach hinten falls. Für Mobbing. Karma ist es. Das ist kein Karma, es ist Mobbing. Nein. Was war das denn? Ah! Antwort von WhatsApp. Ich wundere mich, was war das denn für ein Geräusch? Aber ich hab WhatsApp auf dem PC. Aber Fluff wird immer noch nicht geantwortet. Oh Gott. Ja! Sechster! Toll! Nice! Da ist die Freude ganz groß. Guck mal, vielleicht wenn ich diese Fenster hier wegmache. Ach man, ich kann das gar nicht böse sein. Ich bin doch nicht dazu. Alter, ich hab nur Gewühle gehört. Ich hab nichts gehört. Aber weißt du, das ist schon wieder das, was ich meine. Man merkt einfach, dass der Schatten. Man sieht meinen Schatten hier am Greenscreen und irgendwie, weiß ich nicht, das ist kacke mit dem Licht, ernsthaft. Das ist einfach dein...
Ich kann gleich mal gucken, ob ich den Chroma Key ändern kann. Ich mach das mal, ich versuch's mal, weil es ist echt schwer. So, auswählen, zack, so, wollen wir mal gucken. Immer den dunkleren. Weißt du, jetzt habe ich hier unten wieder was, ne? Ich sag ja, wenn ich am PC streamen würde, ich würde direkt vor der Kamera sitzen, würde das nicht so flackern. Aber ja, da ich ja... Unten. Da ich ja hier... Ne, das ist voll mobbig. Es ist so dunkel unter meiner Achsel. Oh, das ist ja noch beschissener. Ja, ich sag ja, das ist ohne Softbox ist das echt Mist. Aber ich finde, so geht das jetzt. Oh, was hat er jetzt gemacht? Achso, er hat neu gestartet. Okay. Nee, ich lasse es jetzt mal so. Ich guck mal, ob das so geht. Es ist echt scheiße. Ansonsten muss ich es halt ausmachen und meine Kamera irgendwie kleiner machen. Aber ja. Dann kann ich auch dieses Licht hier ausmachen, was mich hier die ganze Zeit blendet. Weißt du, was noch schöner wäre? Na? Wenn du noch da wärst. Echt? Ja. Ich kann auch die Kamera ausmachen. Nein! Eine gute Idee. Nein! Würde ich gar nicht sorgen. Ja, passt doch. Nein! Mich dürfen nur Volljährige stalken. Das ist gemein, ne? Oh. Ich bin jetzt gar nicht ein. Ach, Larry, du kannst das ab. Gesnackt. Oh nein, dann einen Stern. Ich hab auch keine Lust. Karma, wir sind nicht ein. Nein, er hat mich nicht gerammt. Der schmeißt nach hinten. Der schmeißt nach hinten, jede Wette. Ich wusste es. Ich wusste es. Und er hat nicht getroffen. Ich schmeiße nach vorne und trifft wieder nicht. Oh, verdient. Dass hier mal was Gutes passiert, glaubst du nicht. Oh, fuck. Oh, alles klar. Zwei Zäpfchen von hinten. Jo, natürlich. Das ist ohne zwei, okay. Und du hast keine Schule. Wieso hast du keine Schule? Abschluss. Also, ich habe diese Woche eigentlich nur noch Projekt. Sehe ich doch heute dann mündlich Abschlussprüfungen, wenn man muss und ist auch. Cool. Ich hoffe, dass ich dich verstehe. Naja. Durchgefallen. Ich habe das Gefühl, ja. Ernsthaft? Ich bin nicht so gut, weil wenn die dann so nervös sind, dann... Oh. Das kenne ich irgendwoher. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bisher, zumindest nicht bei Schulprüfungen, bin ich bisher noch nicht durchgefallen. Zumindest nicht so, wenn es um Abschlussprüfungen ging. Da habe ich immer bestanden. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich war zwar nicht der beste Schüler, auch nicht der netteste und sympathischste Schüler, aber vor allem nicht zu den Lehrern, die haben mich gehasst. Aber gut, das ist ja alles. Ich bin voller Lehrerliebling. Also zumindest, wenn ich lernen würde. Ich bin immer voll sauer, weil ich nicht lerne, weil ich eigentlich voll nett bin. Ich war richtiges Arschloch. Also gerade gegenüber einigen Lehrern war ich richtig schlimm. Nee, weißt du was, ich mach das jetzt ein bisschen kleiner. Jetzt hab ich die Schnauze voll, mich nervt das Geflacker, ne? Irgendwie. Ich brauch eine Softbox. So. Zack. Mach ich das Licht aus und jo, dann... Was nehmen wir denn? Ah, nehme ich das jetzt. Scheißegal. Und wo ist es? Alles klar, Astro, hau rein. Ciao, ciao. Danke, dass du da warst. Mach mich mal ein little bit kleiner, da sieht man auch mehr vom Spiel. Weil, wie gesagt, solange ich keine Softbox habe, ist das alles so ein bisschen shitty. So, dann ist das nicht so schlimm. Wo ist deine tolle Brille? Das ist eine gute Frage. Wo habe ich die hingetan? Ich habe die letzten...
Ich habe die letzten noch in der Hand gehabt, aber jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich hingetan habe. Die muss hier irgendwo bei mir am PC-Tisch liegen. Weit weg kann sie nicht sein. Aber ich habe sie noch und sie funktioniert auch noch. Das Geile ist, da kommen nicht so eine kleinen scheiß Knopfbatterien rein, sondern normale. Diese großen. Was denn? Ich brauche meinen Stift zum Zeichnen. Das hat dann keine Batterien. Die halten ewig. Ja, das kenne ich. Du musst sie ja noch nicht einmal austauschen. Würde ich irgendwie nerven. Weiß man nicht wie. Hi Sven, willkommen, schön, dass du da bist. So. Jemand ist doch auf YouTube. Wie bitte? Jemand ist doch auf YouTube. Ja, hab ich ja gesagt. Das, ich seh's ja im Chat. Ich, ja? Ich kann lesen. Scheiße. Ich bin des Lesens mächtig. My English is auch very good. Ne? Do you do have a Gummischuh? Oh no, I have a Plattenfuß. Was? Genau. Denglisch? Ich hätte auch Fragen. Nee, warum nicht? Weil das so toll ist. Hast du doch nicht bei Japanisch. Japanisch? Ja. Ich kann kein Japanisch. Nein, kann ich nicht. Ja. Immer wenn ich den Typ anschaue, soll ich immer alle Leute heißen. Immer. Vielleicht mal seltsame Sachen dabei. Ich hab letztens so ein Video gefunden bei YouTube, das ist auch so absoluter Brainfuck, ey. Oh. Vielleicht kennst du es ja, ich weiß nicht, das ist auch so ein Anime-Video. Ich kann mal gucken, ob ich es finde. Chome. Ja, 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 dieser Moment, wenn du oben in die Zeile das Y eingibst und schnell den Browser schließen musst, weil dein bester Freund neben dir sitzt, ne? Genau. Bloß, ich lade keine Freunde an. Wie bitte? Ach, ich hab die Probleme nicht. Ich lade keine Freunde an. Hast du überhaupt Freunde? Rasiert. Nein. Ah. Magst du mich noch? Ich glaube, das war ein klares Nein. Ich guck mal. Find's gerade nicht. Nee, ich find's gerade nicht. Oh, hab ich was geöffnet? Nee. Scheiße. Oh, ich hab den Chart doch nicht versendet. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Schade. Danke. Fluff ist on. Fluff ist on. Winnie fragt mich gerade Paddys Photoshop Skills, weil ich ihm das mit Senf Teller geschickt hab. Timo, das war echt klasse. Das hab ich aber nicht mit Photoshop gemacht. Das hab ich mit GIMP gemacht. Ich bin ganz ehrlich, ne, ich wirklich, alle lieben ja Photoshop, sagen, oh, es sind so viele Möglichkeiten, ne? Ich sitze vor Photoshop und krieg gar nichts gebacken, ne? Denn wirklich,
Alleine wenn ich sage, ich habe mein Overlay mit GIMP gemacht, dann gucken mich alle an. Never, das hast du mit Photoshop gemacht. Ich kann mit Photoshop gar nicht umgehen. Das habe ich mit GIMP gemacht. Nee, GIMP ist nicht so gut. Ich habe es noch nie probiert, ich habe meine eigenen Sachen. Ich muss sagen, GIMP ist eigentlich ziemlich easy, wenn du dich da reinfuchst. Aber ich muss ganz ehrlich sein, ich habe mich auch durch so viele Tutorials gefressen. Das mache ich aber auch immer, wenn ich irgendwas, auch mit OBS und so. Ich finde es immer geil, wenn Leute anfangen wollen zu streamen und mich dann immer ausfragen, oh, wie geht dies, wie geht das, wie geht jenes, ne? Und ich denke mir so... Wie bitte? Fühlst du dich voll? Nee, nicht mal das, weißt du? Und dann denkst du einfach nur daran zurück, dass du, wie bekloppt dich durch Tutorials und so gefressen hast, durch YouTube und so. Und ja, die haben einfach keinen Bock, die wollen es einfach nur erklärt haben. Dass sie einfach nur auf Stream starten drücken müssen und ja, GG. Geht alles von selbst. Und dann gebe ich halt immer nur so die Basic-Infos und den Rest, den dürfen sich die anderen selbst zusammensuchen. Darauf habe ich immer gar keinen Bock. Vor allem gibt es Leute, die gar nichts kapieren oder wenn man Stunden später. Ich hatte das schon tausendmal gesagt, okay? Ja. Das ist auch mal geil. Du musst das jetzt aber verstehen. Fluffy! Was geht ab? Ich hab eben von dir gesprochen. Fluffy! Nein. Fluffy, ich muss dir was sagen. Hast du, ach nee, hab ich dir bei WhatsApp noch gar nicht geschickt. Pass mal auf, ich muss es dir zeigen. Warte, ich blende es nochmal ein. Ist das nicht geil? Das habe ich heute erstellt mit GIMP. Oh, startet gleich ein Heist. Das Senfteller, was ich erstellt habe. Allein das war mal wirklich ein Tellerglas, ne? Sau sexy, ja, wusste ich. Ich würde es verkaufen, nicht mehr. Ja, ne, ist eigentlich eine geile Markenidee, ey. Senf morgens früh aufs Brot, ey, und dann ist der Tag gelaufen. Ja. Dann bist du scheiß auf Energy, ich schmier mir Senf aufs Brot. Das macht hellwach. Und die ganz harten Leute, ey, die gehen da mit einem Löffel rein und dann. Dieser Stream wird gesponsert von Senfteller. Der richtig beschissene Brotaufstrich. So. Okay, wir müssen jetzt alles durchplanen, wie wir das vermarkten wollen. Ach so. Das kenne ich. Ich habe immer das Ding, weißt du, so wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Handy irgendwas mache, von 100 auf 1% geht immer voll schnell runter. Wenn du bei 1% bist, dann hast du echt das Gefühl, du hast noch eine ganze Akkuladung drin, bis das Handy endlich ausgeht. Bei mir nicht so. Also 1% ist immer so bescheuert, ne? Also das habe ich schon oft genug gehabt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich lade in der Woche mein Handy so oder so zweimal höchstens auf. Weil ich guck fast gar nicht aufs Handy. WhatsApp habe ich mittlerweile auf dem PC. Und ja. Ja, würde ich eigentlich auch machen, aber... Ich bin doch vor meinem Dad. Ich bin doch vor meinem Dad am PC eigentlich. Ich bin hier. Aber bist du jetzt auch am Laptop? Ich am Laptop, aber da kann ich nicht wissen, was machen. Viel anstrengender. Oh. Der Laptop geht immer so schnell leer. Als ob! Karma! Nein, ja, was war das denn? Da war doch gar nichts. Voll Mobbing, ey. Egal. Du bist immer so egal. Ein frisches Glas Senfteller. Oh Gott, Moment. Ich muss dich mal lauter machen. Hallo? Hallo?
Ja, okay, geht. Hi, Flavi. Guten Abend, ihr beiden. Na? Das Bild ist geil, oder? Total, Alter. Ich hab so instant ein Orgasm auf einmal bekommen. Alleine wie schwer das war mal wirklich original ein Bild von einem Nutella-Glas, ne? Fantastisch. Bis ich es so massakriert habe, dass es dann letzten Endes aussah wie Senf. Was hast du denn bitte nur angetan? Ich hab aus Nutella Senfteller gemacht, ganz einfach. Warum bin ich schon wieder Elfter? Das ist voll hart, Marvin. Du kannst mich. Das nächste Mal überlege ich mir dreimal, ob ich dich zu mir switche. Dann mach's für dich. Oi, Patty, hast du schon von Zelda das DLC gesehen? Nö. Kein Interesse dran. Wirklich nicht. Ich habe auch momentan, habe ich auch schon gesagt, irgendwie gar kein Geld für sowas. Ja, ich hab's mir. Was sind das für krasse Hintergrundgeräusche? Ja, mein Bruder ist auf der COD. Ach so. Wenn es zu krass ist, sag einfach Bescheid. Oh, mein Ohr blutet! Ich dreh nur dein Ohr! Ich hab jetzt aber auch schon immerhin geschafft, die Boxen leiser zu drehen. Vielleicht war das einfach der Fehler. Nochmal, ach ja, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, ne? Über Leute, die zu blöd sind, auch irgendwas zu bedienen. Jetzt zum Beispiel, wo wir das bei OBS gesagt haben, ne? Dass du denen was erklärst. Es ist ja auch genauso, dass wenn du dich zum Beispiel so ein bisschen mit PCs auskennst, ne? Dann wirst du ja immer so als Computerfachmann abgestempelt. Und dann wurde ich mal von einem angerufen, ob ich nicht mal zu ihm kommen könne, weil sein Sound nicht geht. Ich hab mir so das ist die Geschichte, wo er die Lautsprecher nicht anhatte. Genau, die war das. Dann gehe ich zu ihm. Pass auf, gehe ich zu ihm. Denk mir so, das war sein PC. Du denkst wirklich nicht daran, dass er nicht geschafft hat, die Lautsprecher anzumachen. Daran denkst du einfach in dem Moment. Du denkst einfach, vielleicht ist der Treiber kaputt gegangen oder so. Irgend so was Dummes. Ich guck, Treiber ist installiert. Ich denk so, Moment. Ich guck unten auf den Lautsprecher, klick rauf, ich sehe, dass es reagiert. Ich denk so, hä, wieso? Krieg ich wirklich unten an dem PC, rüttel an den Kabeln, denk auch nur so, geh wieder hoch, geht immer noch nicht, ne? Dann guck ich zu dem Lautsprecher und sehe, dass sie nicht leuchten. Ich greif mit einem stumpfen Blick dahin. Man hört nur, klack! Ich denk in dem Moment, nicht sein Ernst. Ich wirklich gehe wieder auf den Lautsprecher und ihr kennt das ja, wenn ihr die Lautstrecke einstellen wollt, dann macht es ja immer Bing, Bing, ne? Und auf einmal hörst du natürlich Bing, 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 Bing. Ich denk so, ich guck ihn an. Er sagt nur zu mir, oh Gott, ist das aber peinlich. Das wollte ich ja gar nicht. Oh, daran habe ich ja gar nicht gedacht, die Lautsprecher anzumachen. Und ich denk mir in dem Moment, Alter, geh dich begraben, ernsthaft. Deswegen bin ich extra hierher gekommen, um seine Lautsprecher anzumachen. Ich habe mich so verarscht gefühlt, ne? Das ist wirklich traurig. Das ist traurig. Das ist nicht witzig, das ist traurig. Ach, also ich find's ganz unterhaltsam. Es gibt so dumme Menschen, warum? Damit wir was zu lachen haben. Meine Mutter ist ja auch so ein typischer Anti-Computer-Mensch, ne? Die hat sich dann mal einen Computer geholt, wollte auch cool sein, ist dann ins Internet gegangen und jedes Mal, wenn sie den PC angemacht hat, ne, hat sie mich angerufen. Oh Gott! Patrick, was muss ich als erstes machen? Rechner oder Monitor an? Denk mir so, Alter, dein Ernst, ne? Und das hat sie jedes Mal gemacht. Da hat sie den PC hochgefahren, hat das Passwort eingegeben. Falsch eingegeben, wohlgemerkt. Oh mein Gott, ich wurde gehackt. Ich komme nicht mehr rein. Ich sag so, gib das nochmal ruhig ein. Dann gibt es nochmal ein. Ich komme nicht rein. Und dann wirklich nach dem vierten Mal hat sie es dann geschafft, richtig einzugeben, das Passwort.
weil sie auch wirklich dieses Einfinger-Suchsystem hatte und ihre Wurstfinger wohl so fett waren, dass sie einfach zwei Tasten gedrückt hat. Ja. Und das Beste ist dann halt gewesen. Dann, wie gesagt, musst du dir mal vorstellen, Rechner fährt hoch, kommt eine Information von Virenschutz, am besten noch Werbung. Oh mein Gott, was ist das denn? Hier hat sich was geöffnet und meine Mutter ist wirklich so geil. Du darfst sie nix, wirklich rein gar nichts installieren lassen. Sie ist einer der Menschen, die liest sich wirklich die AGBs durch. Wow. Ach, nee. Ich bin froh, dass sie den PC nicht mehr hat, aber ich habe eh keinen Kontakt mehr zu ihr. Ich habe ihre Nummer geblockt. Das ist hardcore. Ja, einzig richtige Entscheidung. Übrigens, weißt du, was ich noch vergessen hatte? Na? Ha, ich hab das alles vergessen! Geschrieben! Jetzt aber. Jetzt ist einmal meine Enter-Taste umsonst gestorben. Ja. Klebt am Finger. Naja, das ist immer geil, wenn die Leute so ein bisschen so... Elmar hat einfach gefragt, wie man auf Word eine Zelle nach unten geht. Alt F4. Kennst du dieses Bild, wo in irgendeinem Online-Spiel fragt einer, wie kann ich rennen? Und dann schreibt einer Alt F4 und dann steht auf einmal da, der Typ, der das gefragt hat, hat das Spiel verlassen. Das ist wie bei Counter-Strike konnte man zum Beispiel immer, also Counter-Strike Source ging es ganz gut. Da gab es auch so eine Taste, die Alt F4 ersetzt hat, nämlich F10. Und da haben einige immer damals den Unwissenden so einen Scheiß erzählt, oder den ganzen Kindern haben sie immer erzählt. Hier, für den ultimativen Geldcheat in Counter-Strike einfach F10 drücken. Was meinst du, wie viele Kinder disconnected sind? Da war mal eben der halbe Server weg. Nice. Weil die ganzen naiven Kinder immer alle F10 gedrückt haben. Ich hab immer so gefeiert, ne? Das ist super lustig. Das ist auch super lustig. Das ist halt, ich muss auch machen. Du, Paddy, ich hab hier gerade ein Problem festgestellt. Welches denn? Ich kann dir mal wieder nicht nachsteuern. Das ist schlecht. Ich werde es jetzt mal so probieren, dass ich jetzt mal deinen Freundescode lösche. Was? Du löscht mich? Ja. Für immer. Jetzt ja. Schicke ich einen neuen. Was? Gleich steht bei mir bei der Switch Pornoralle 3000 möchte ihr Freund sein. Ne, Fluffy? Nee, alter Sonnenbrand, Mensch, Alter. Ja. Ausrufezeichen Sonnenbrand. Ja, sag ich ja. Pornoralle möchte ein Freund sein, das steht schon. Was? Okay, ich hab dich eins geschickt. Ja, ich hab gesehen. So, ich nehm einmal an. Pazzi, hey, willkommen, schön, dass du da bist. Warum hast du jetzt Luigi als Bild? Luigi mag keiner. Halt dein Maul. Paddy. Ja? Du hast echt Luigi beleidigt? Ja. Hast du jetzt schon angenommen von der Annehmlichkeit her? Habe ich gemacht. Bin schon fertig. Der Lüste, der Lüste angezeigt von der Lüste her. Ich bin aber richtig fertig, du. Ja, da bist du ja. Ja. Ja, ist schon herrlich. Wenn man solche Sachen erlebt, ne, mit... Man macht die Lautsprecher nicht an. Menschen lesen die RGBs von Dings durch. Von Installationen. Da sag ich nur, get wrecked. Ja. Und als wenn man nicht schon so privat so seine Probleme hat, auf der Arbeit wird man auch zu hart getrollt, ne? Ich sag ja nur, der Typ, der an die Kasse kam, mit dem 500-Euro-Schein. Was? Kennst du die Geschichte nicht?
Dann hole ich mal aus. Sie kennt die Geschichte nicht. Das ist schön. Die erzähle ich immer so gerne. Ich habe mal eine Zeit lang bei Edeka gearbeitet. Da gibt's ja auch, das gibt's ja bei einigen Filialen und auch bei anderen Unternehmen, dass man ab 20 Euro Warenwert kann man ja Bargeld abheben. Das kennst du bestimmt auch, ne? Ja. Ja, genau. Ich habe gerade mit meiner Schicht angefangen. Erster Kunde kauft was für über 20 Euro ein, gibt mir die Karte und sagt, ich würde gerne auch noch was abheben. Dann sage ich, wie viel? 200. Dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich den Kollegen einmal durchrufen. Rufe ich meinen Kollegen durch, der hat mit mir auch zeitgleich angefangen. Habe ich gesagt, ja, sorry, aber da will jetzt einer Bargeld abheben. Wie viel denn? Ja, 200. Gibt er mir aus dem Tresor raus, alles gut. Was ist? Nächster Kunde. Hat auch wieder über 20 Euro Warenwert. Sagt er auch wieder, mit Karte. Ich würde auch gern Bargeld abheben. Denke ich in dem Moment auch nur so, das hätten sie doch auch vorher sagen können, ne? Deswegen habe ich zu ihm gesagt. Dann sagt er, ja, Entschuldigung, ne? Und muss den Kollegen wieder durchrufen. Er kommt, schon richtig angepisst, was ist denn jetzt schon wieder los? Er hat gesagt, ja, wie gesagt, Bargeld abheben, 200 Euro. Okay, sagt er. Er gibt das raus und sagt auf einmal, will noch irgendjemand Bargeld abheben oder so, dann soll er sich bitte jetzt melden. Keiner meldet sich. Alles klar, okay. Ich mach weiter, nächster Kunde. Nächster Kunde. Drei hat ein Paket so aus der Schlachterei gehabt, so wo so eine kleine Wurst für Brot und so war. Genau. Und eine Kaugummipackung hat er sich geholt. Und dann fing er an. Ich sagte ihm, 3,07 Euro macht das dann bitte. Dann sagt er, sie haben die Qual der Wahl, bar oder mit Karte. So, bei uns kann man, oder bei uns war es so, man konnte erst mit Karte ab 5 Euro Warenwert zahlen. Dann sagt er, gut, dann muss der Schein dran glauben. Und ja, ich habe ja eigentlich schon gesagt, was für ein Schein er mir in die Hand gedrückt hat. Drückt er mir einen 500-Euro-Schein in die Hand. Ich gucke ihn an, das ist nicht ihr Ernst. Nee, warten Sie mal, 7 Cent habe ich auch noch. Das war dann so dieser gefühlte Mittelfinger, der noch hinterher kam. Ich gucke ihn an, wollen Sie mich jetzt komplett verarschen oder was? Weißt du, so richtig angenervt, ne? Und der Kunde hat dann letzten Endes auch Ladenverbot gekriegt. Nice. Weil das... Oh, Paddy, guess what? Ich habe heute die Ding bestellt, die PS4. Nice. Das heißt, im Best Case habe ich sie schon am Donnerstag. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Bei Reba ist den Knaller. Mit Lieferzeit und Preis. Geil. Ja, meine PS4 steht hier noch. Die ist in letzter Zeit auch mal wieder öfters an. Aber nur, um Minion-Filme zu gucken für meine Tochter. Minion! Zünd dich an! Nein. Ja, was soll ich denn machen? Weißt du, ich habe keinen auf der PS4, der mit mir irgendwas zusammenzockt. Alle meine Freunde, die eine PS4... Gut, Pasi, ausgenommen. Ne? Aber ich sag jetzt mal, die Leute, wegen denen ich mir eine PS4 geholt habe, ne? Die spielen alle gar nicht mehr. Haben aufgehört. Ja, aber die Sache ist die, ich hab dann wahrscheinlich erstmal Spiele holen, die du nicht für die PS4 hast. Welche denn? Na, also ich habe auf jeden Fall erstmal vor mir, zuerst werde ich mit auf jeden Fall Overwatch und GTA 5 holen. GTA 5 habe ich. Auf der PS4? Auf der PS4. Nice. Und dann noch Ding, ich glaube, wie heißt's? Wahrscheinlich noch irgendein dämlichen Shooter oder so, Battlefield oder so. Nee, hab ich nicht. Also ich hab Shooter, hab ich festgehalten, das hab ich alles auf der PS4. One oder ich komm mit Mortal Kombat X und dann kann ich dich vermöbeln. Ja, kannst du wirklich, ich kann's eh nicht mehr. Ja, ich kann's auch nicht, ich hab's noch nie gekonnt, ich werd's nie können. Und ich seh nicht ein dafür Tastenkombis zu lernen. Ja, ich habe gerochen, dass du noch zu kurz, Pasi, deswegen habe ich gesagt, ausgenommen, Pasi. Also ich habe jetzt zum Beispiel die Digimon noch für die PS4, ich habe One Piece Pirate Warriors, ich habe Soul Calibur 2. Ach nee, das Soul Calibur, das habe ich für die PS3, stimmt, scheiße. was habe ich noch? Oh, ich habe so einige Spiele für PS4. GTA gehört auch mit dazu. Wie bitte? Natürlich.
John Cena Sexy High School Adventure. Oh ja. Die Pink Porno Edition. Nur die Porno Edition. Die Pink Porno Edition, hab ich gesagt. Alter, die Pink Fluffy Unicorn Edition, Alter. Oh, ihr stört mich. Ich bin doch minderjährig. Das ist mir scheißegal. Larry, du kennst mich da und an dem Zeitpunkt, wo du mich kennengelernt hast, war dein Leben im Arsch. Du wusstest es nur noch nicht. Vor allem, weil ich dann verliebt war. Ja. Bist du denn noch dieses Jahr 18 oder nächstes Jahr? Larry. Das fragt man eine Dame nicht. Ich frag sie das wird dieses Jahr noch. Achso. Nein, sie wird nächstes Jahr. Sie ist dieses Jahr 17 geworden. Ernsthaft? Bin ich 10 Jahre über... Oh Gott, ich bin alt. Du weißt, was das heißt, Larry, ne? Was guckst du so einen alten Knacker wie mir zu? Ich bin doch voll uninteressant. Das heißt, wir können nächstes... Larry, das heißt, nächsten Monat heißt saufen... nächstes Jahr heißt saufen gehen. Oh, ich sowieso nicht. Ich schlepp dich mit. Alohol macht Birne hohl, Birne hohl, mehr Platz für den Alohol. Genau. Paddy, ich hab mal eine Frage. Ich bin alter Sack. Ja, ich weiß. Ja. Kannst du mal schauen, ob du vielleicht mir nachjoinen kannst? Weil wenn nicht, bin ich ziemlich angepisst und muss mich da mal im Internet schlau machen, was da los ist. Dann machst du gegen den Router Everybody Was Kung Fu Fighting. Nee. Den Router brauche ich ja noch. Du bist bei mir auch off. Geil. Das heißt, wir dürfen uns gleich an gutefrage.net wenden. Genau. Hat da jemand einen gutefrage.net Account? Ich hab meinen vergessen. Und ich sehe es nicht ein, mir einen neuen zu machen. Ich sehe gutefrage.net, ey, Alter, wer geht denn da rauf? Da gibt's Leute, auch so dämliche Fragen, ne? Werden die Menschen jemals auf der Sonne laufen? Ja! Da gab's auch eine Frage, kann ich von einem Türken schwanger werden? Von einer Deutschen? Alles also, klar. Weil er ja eine ganz andere Rasse hat und so richtig racist, Alter. So richtig mies, ich hab so gelacht. Meinst du etwa? That's racist. Genau, das meine ich. Klar, kannst du ihm dann das Bild schicken? Welches Bild? Was ich dir auf WhatsApp geschickt hab. Du hast mir ein Bild auf WhatsApp geschickt? Oh, Sonic spielt Mario Kart 8 Deluxe. Wo denn, wann denn, warum? Minion 1. Das ist ein tolles Minion 1. Zwei Nachrichten auf zwei Chats. Ich hab auch das mit Senfteller Winnie geschickt. Sonic ist da. Winnie hat mich gefragt, ob das meine Photoshop-Skills waren. Ich hab gesagt, nein, Gimp. Das würde mich voll eingeben. Alter, dieses Eis ist voll zerstören. Winnie schreibt schon nicht viel besser. Dieses Wochenende steht noch nichts bei dir an. Ja, bei mir auch nicht. Ich hab dieses Wochenende frei. Ich weiß, ich fange an zu arbeiten, hab gleich Wochenende frei. Also, das ist auch ziemlich selten, ne? Aber ich hab komischerweise so diesen Monat zwei Wochenenden frei. Finde ich übelst geil. Ah ja, und ich will jetzt halt wieder auch regelmäßiger streamen, Fluffy. Ich hab gestern auch gestreamt. Nice. Diese Emotionen. Innerlich denkt sich Fluffy so, oh mein Gott, wie kann er nur? Ich will das nicht. Ja, die Sache ist halt die, ich hab halt, halt auch noch Sozialleben und so, weißt du. Was? Doch, stimmt. Ja, ist bei mir aber auch so. Ich sag ja, deswegen streame ich auch nicht mehr jeden Tag, weil das schaffe ich einfach nicht. Guck mal, morgen werde ich zum Beispiel gar nicht streamen, weil ich morgen erst keine Ahnung, 7:30 oder so zu Hause bin, dann will ich erstmal noch essen und in den Puff gehen. Oh ja, aber richtig, bis die Lunte brennt. Nein.
Oh, keiner lacht, ey. Schlaffes Publikum. Buh. Oh, ich weiß nicht, also ich eigentlich wollte ich den Dritten auch noch fragen. Ich glaube, Philipp hat gesagt, der Kaizai. Ich weiß es nicht. Ja, ich muss mal. Wann habe ich das gesagt? Ich weiß, Fluffy. Du wohnst auch hier bei mir auf der Ecke, ne? Claro. Auf der Ecke. Auf der Ecke. Alter, ich wohne in der Ecke. Bin ich Erster? Oh, schade, war zweite Runde. Bin mich gerade so gefreut, ne? Muss ich wieder die Spiel kaputt machen? Ja. Ja, solche typischen Sets-Racist-Witze. Ich meine, ich kann über solche Witze lachen, ne? Auch so über Polenwitze kann ich lachen. Obwohl ich so halb Pole bin. Was macht ein Pole auf dem Eis? Na? Einbrechen. Geht ein Deutscher um die Ecke, ist er weg. Geht ein Türke um die Ecke, ist er weg. Geht ein Pole um die Ecke, ist die Ecke weg. Die Witze waren so schlecht wie der Grundwasserspiegel in Afrika. Oh! Der war richtig flach und richtig fies. Der Grundwasserspiegel in Afrika, Alter. Ja, sorry. Eigentlich bin ich nicht so, ne? Aber wenn wir schon mal uns so hochgeschaukelt haben, musste ich halt einen raushauen. That's racist, oh Ding. Ja, aber mindestens einer. Ja. Aber es haben alle gelacht, also war das gar nicht so verkehrt. Aber der eine gute Witz, den, über den ich auch so übelst gelacht habe, der kam von Puzzy. Ne, Puzzy? Wie nennt man einen Hund, der tief bellt? Ein Sabu. Ja. Ein Subwoofer. Wieso generell sind wir ja im Stream-Channel, da kannst du eigentlich, Fluffy kann ich auch switchen. Ja, auf jeden Fall, Puzzy, mache ich. Ich schreib dir, ne? Habe ich jetzt erst gelesen. Weißt du ja, ich hab dir auch gerade das mit dem Senfteller geschickt. Was? Die Sonnenbrille fehlt. Ja, ich weiß nicht, wo die ist. Die liegt irgendwo hier. Vielleicht auch in der Schublade oder so. Klar. Ja. Oh, Larry, red bloß nicht zu viel. Sei mal nicht so laut hier. Ich verstehe ja gar nichts. Komm her, lass rein. Ist der Raum nur auf 3 Leute limitiert, oder was? Ich glaube, es geht hier gerade bei Ihnen um den anderen Raum. Welchen? Die, wo ihr gerade drin seid, die Lobby. Ach so. Ajo. Oh ja, genau. Ich muss gucken, ob ich es schaffe, diese Woche eine Let's Make a Me-Folge hochzuladen. Wen machst du? Weiß ich noch nicht. John Cena! Du mit John Cena, immer noch. Ja, ich muss gucken, ja, ob ich es generell schaffe. Ich hab keine Ahnung. John Cena. Hi Fluffy, willkommen auf YouTube.
habe auch vorhin schon zu Larry gesagt, na, dieser Moment, wenn dein bester Freund neben dir sitzt, du den Browser öffnest, er sagt, such mal ein Lied bei YouTube, du gibst das Y ein und musst ganz schnell den Browser schließen. Hast verstanden? Ich glaube, ich weiß. Ja, ich glaube, ich weiß, worum es geht, aber das Problem habe ich nicht. Ich habe nämlich keine Freunde. Das ist genau wie bei mir, mein Freund. Ich gehe gar nicht auf so eine Links. Ah. Was ich immer schon schlimm finde, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie jetzt einen Stream gucken will, und dann kommt erstmal schon die richtig dicke Werbung, ne? Und am besten sagst du noch zu deinen Freunden so, ah, wollen wir mal irgendwie eine Serie zusammen gucken oder so? Machst einen Stream auf und dann kommt diese dicke Werbung auf dem Fernseher, ne? Und denkst so, oh, scheiße. Das ist immer bitter, ey. Oh, Paddy, da kenne ich noch, da habe ich auch noch was Lustiges für dich, ne? Und zwar, ich war ja letzte Woche auf Seminar. Und an einem Tag sollten wir aus Papier, Strohhalmen und Klebeband ein Ding konstruieren, mit dem wir ein Ei sicher eine Treppe runterschmeißen konnten, ohne dass es kaputt geht. Oh mein Gott. Und dann sollten wir es auch noch vermarkten, ne? Und ich schreibe halt so ganz schön allen möglichen krassen Shit auf das Papier. Und als Telefonnummer für Interessenten, rate, welche Nummer ich angegeben habe. Weiß ich nicht, welche? 985-4646. Alles klar. Und man hat als Slogan drunter geschrieben, damit ihre Eier nicht platzen. Nein, das habe ich nicht hingeschrieben. Oh, schade. Das hätte aber echt gepasst. Ich hab... Discord hat bei dir auch keine Lust. Wieso das denn nicht? Wegen dir, Paddy. Ja, immer, ja. Ja, was wir aber auf jeden Fall gemacht haben, ist, wir haben von dem selbigen Gerät auch noch gleichzeitig eine Deal Edition entwickelt. Ja. Die man kostenlos dazu erhält, wenn man jetzt mit Kreditkarte bestellt und das erstgeborene Kind aufpasst. Oh Gott. Also überlegst dir, ja? Ah ja. Dann hast du auch ein bisschen mehr Kohle zur Verfügung, ne? Wenn es ein hungriges Mal weniger zu stopfen gibt. Naja. Lustige Namen, ne? Wenn man mit Rainer. Der Vorname Rainer ist eigentlich auch schon so eine halbe Bestrafung, ne? Ja, Rainer Zufall. Rainer Scheißer. Rainer Unsinn. Der Typ, ach ja, der das mit dem Lautsprecher hatte, ne? Der hieß mit Nachnamen Loser. Der macht seinen Nachnamen alle Ehre. Stell dir mal vor, der hätte auch mit Vornamen Rainer geheißen. Wäre voll sad live gewesen. Ja. Ja, dein Name passt, ey. Was? Oh. Die kleinste Violine der Welt. Ich kann die Melodie nicht ganz. Mach, hast du den Hall? Den was? Nein. Hast du Super Mario 64 gesehen? Was ich dir geschickt habe? Oder was ich auf Discord gepostet habe? Nee, ich war seit ein paar Tagen. Ich hab seit ein paar Tagen ehrlich gesagt bei deinem Discord kaum noch reingeschickt. Ich war mit anderen Discords beschäftigt. Was? Ja, stell dir vor. Er mag mich nicht mehr. Das habe ich nie gesagt, das hast du jetzt dazu gefunden. Das ist einfach eine Tatsache. Larry mag mich auch nicht mehr. Larry, go! Muss ich gleich ins Schnoddertuch rotzen. Was ist denn mehr? Warum hat dieser... Boah, auch so ein Zäpfchen. Wie ist das, wie man macht? Weißt du, das mit dem Ding, wo du gerade das mit dem Schnoddertuch verwendet hast, erinnert mich an eine Folge von SpongeBob, wo er die ganze Zeit nur noch im Haus geblieben ist und dann mit diesem Taschentuch geredet hat. Wir kommen auch ohne Beleidigung gut ausgebrauchte Rotzfahne. Aha! So. Laut. Sorry. Bin 12. geworden, sorry. Sorry. Darum.
Für jeden 12. Platz, den du jetzt machst, gibt's einen Dollar für uns. Nö. Und alles klar. Bier. Ich hau, haut rein, Leute. Das war's heute, für heute mit meinem Stream. Ciao. Oh, da ist mir versehentlich die Konsole durchgebrochen. Da kann ich aber nichts machen. Tut ihn aus, Mann! Alter, ich hab schon gesagt, ich hab gekauft und ich hab kein Geld für eine Softbox oder sowas. Und da war ich mir jetzt schon diesen Monat Splatoon gönne. Ach, das kommt ja auch den Monat, ne? Ja, am 21. Ich guck mal. Ja. Freitag in 2 Wochen. Also übernächste Woche Freitag. Am Freitag in 2 Wochen ist bei uns in der Einrichtung so Ding, Personalausflug. Oha. Wo geht's hin? Irgend so ein Kaff in der Nähe von Geiselwind. Geil. Ja, das Beste ist, Big Big Larry. Ich habe die Wahl. Entweder ich gehe mit. Ja. Oder ich nehme einen Tag Urlaub. Du hast die Wahl. Und was machst du? Ich gehe mit, Alter. Einen Urlaubstag geh ich doch dafür nicht weg, Alter. Geil. Ach komm, ja, alles klar. Schon wieder. Ich hätte doch bestimmt Lady Layton, oder? Was? Lady Layton. Nö. Nö. Nachfolge von Professor Layton. Klingt wie ein OC von irgendjemandem auf Fortune. Nein. Das ist dein OC, gib's zu. Nein. Aha, wir haben dich. Klingt irgendwie wie so ein schlechter Pornoname. Das habe ich ja gemeint mit OC. Original Character, do not steal. Da ist eine Bratwurst. Wo ist eine Bratwurst? Der Typ heißt Bratwurst. Magst du Brot? Magst du Bratwurst? Ja, das ist aber eine Wurst, ey. Maika macht was, das Würstchen. Das ist eine Wurst. Ja. Marcel Davis. Von 1 und 1. Ja. Ich glaube, den kennt jeder. Ja. Ich habe mal übrigens bei einem anderen deutschen Streamer, ne, hat jedes Mal, wenn irgendeiner in den Chat Hallo geschrieben hat, dann wurde automatisch im Stream ein Hallo von Marcel Davis abgespielt. Geil. Oder jedes Mal, wenn du einen Satz mit überall angefangen hast, hat er einen Bot dazu geschrieben, sogar hier oben. Auch wie in einer der Werbungen von denen. Schon heftig, wenn die eigene Firma so ein heftiges Meme ist, ne? Ja. Boah, hat immer Glück gehabt. Du und Glück, das kannst doch anders sein. Doch. Letzte Runde und ich bin Dritter. Das Spiel ist gerade so. Eddie ist gut, das kann gar nicht sein. Doch. Ich protestiere. 42. Diabetes. Ja. Two number 9. Möchten Sie Ketchup oder Mayo auf Ihren Pommes? Ja. Kommt auf den Pommes noch was drauf? Wirklich, immer von oder Fragen, da ist immer ja. Immer. Oh Gott, Paddy, kennst du das Video Imbiss geschritten, ne? Ja. Das ist schon richtig alt. Aber das ist so geil. Das ist schon so wie, das ist schon so rar, wie hier Stapelfahrer Klaus. Kommt auf die Pommes noch was drauf. Aber mein Lieblingssatz war immer noch, hier kam noch zweimal ohne. Ja, genau. Es geht auch ohne Hauptwort. Irgendwie bin ich ein Einzelgänger bei dem Heiß.
Ja, weil du hackst. Einer ist immer der Loser. Das ist immer Fluff. Hast du gehört? Sie macht sich wieder Freunde. Was? Larry macht sich Freunde? Ich hab ihn auch nicht gehört. Freunde, was sind das? Kann man das essen? Larry sucht dir eigene Antworten aus. Wir hatten damals immer zu einem Lehrer gesagt, der geht zum Lachen im Keller. Dann hatten wir Kunstunterricht bei dem gehabt, und zwar wirklich in einem ausgebauten Kellerraum. Und da haben wir ihn das erste Mal lachen sehen. Die ganze Klasse musste mitlachen. Nice. Und er wusste gar nicht warum. Weil er das erste Mal im Keller gelacht hat und wir haben gesagt, der geht zum Lachen im Keller. Das war cool. Ironie des Schicksals, ey, das war so geil. Der hat aber auch wirklich immer nur in diesem Kellerraum gelacht, ansonsten gar nicht. Das weiß ich noch. Guten Abend. Was, Stalker? Wer ist da? Dann sag ich mal Moin Moin, ich kann grad nicht den Chat verfolgen. Mit Moin Moin kommst du nicht weiter, der Typ ist aus Holland. Oh. Alles klar, dann musst du das machen. Ja. Dann fangen wir an, dann hauen wir deine holländischen Skills raus. Konnichiwa. Aloha, Aqua. Du musst den Streamer nicht benutzen. Das hat die ganze Zeit gegangen. Beschwer dich nicht, weil du schlecht bist. Das geht? Ich dachte, Fluffy ist immer schlecht. Ja, mein Bruder. Maybelline Dodge, danke für dein Follow. Schön, dass du da bist. Willkommen im Crawl Club. Und gleich kommt auch der Alert. Da ist er. Was ist mit Zelda? Um den Drachen zu besiegen. Welches Zelda? Ocarina of Time. Die haben da immer Events. Get Wie was? Events. Ich kenne nur Advent. Oh, ich habe gerade so ein bisschen Verbindungsproblems. Man könnte sagen, du bist falsch verbunden. Ja. Wie nennt man einen Spanner, der verstorben ist? Der ist weg vom Fenster. Oh, bei uns auch letztens in der Werkstatt, da war einer da, ne, und hat so Rohre zusammengesägt für so ein, für unsere Absaugemaschine, ne? Der hat Rohre zusammengesägt. Ja, also er hat die Rohre gesägt und dann zusammen. Ich wollte gerade sagen, hä? Ja, er hat sie halt versucht, passend zusammenzusägen. Achso, ja. Okay. Auf jeden Fall, ne? Und dann habe ich halt gefragt, was los ist, weil er an einer Stelle halt voll angefangen hat, so rumzufluchen. Und dann sagt er nur so, ja, das baut so viel Spannung auf. Und ich sage einfach nur so, ja, das ist ja voll spannend. Oh Gott. Da musste ich anfangen zu lachen, das habe ich 2 Sekunden später schlecht gefühlt, weil ich über meinen eigenen schlechten Witz gelacht habe. Oh, das ist geil, ne? Wenn du da stehst, du bringst selber einen Flachwitz und bist der Einzige, der lacht, ey. Und am besten wirst du dann mit so einem Spruch gekontert wie alle sitzen, keiner lacht, Fluffy hat einen Witz gemacht. Ja, auf jeden, Alter, auf jeden. Das ist dann nochmal so richtig Feels Batman.
spielst Batman. Ja, Batman. Das ergibt doch keinen Sinn. Wenn Batmans Eltern tot sind, wie kann er dann geboren worden sein? Ja, aber ich. Ne. Tote Eltern können doch kein Kind geboren haben. Frag Jesus. Der ist sogar von den Toten wieder auferstanden. Junge, was geht? Ich weiß noch, wie Jesus von den Toten wieder auferstanden ist. Ne? Sein Mädel hat ihm Nudes geschickt. Ja. Memes. Hallo. Paddy? Jo? Hast du eigentlich bei Breath of the Wild diese eine Statue bei Hateno gefunden? Ich glaube ja. Wieso? Nein. Hateno sagt dir schon was, ne? Ja, ja, ich weiß, ist dieses. Ich weiß, ja. Und in der Nähe von Hateno habe ich letztens gemerkt, dass so ein kleiner Junge rumgelaufen. Und der wollte, dass ich der wollte mir irgendwas zeigen. Also ich gesagt, ja los, hau mal raus, ne? Dann hat er mich irgendwie so hinter so einen kurzen Hügel geführt. Und da war so eine Statue gestanden, bei der kannst du, bei der kannst du deine Container, die du für diese Prüfungszeichen da dir holst, umtauschen. Ah, also so eine Göttinstatue oder was war das? Nee, keine Göttinstatue. So eine, aber auf jeden Fall sowas ähnliches halt. Und da kannst du dann halt zum Beispiel hingehen und kannst, ich glaube für 100 Rupees kannst du einen Container verkaufen. Und für 120 Rupees kannst du ihn dann wieder zurückkaufen. Und halt dann sozusagen neu bestimmen, was es sein soll. Und dann hast du dann Ausdauer-Container. Ah, okay. Also kannst du sozusagen immer das variieren. Genau, je nachdem, was du halt gerade brauchst. Browst? Ahoi, browse! Das Sushi hat prickelt in meine Bauchnabel. Das war doch diese komische Sektenwerbung, oder? Nee, von Chefhofer? War das nicht Chefhofer sogar? Von The Beer? Das so schön hat prickelt in meine Bauchnabe. Ach so, es war Bier, ich dachte, es war Sekt. Das war doch nicht Sekt, oder? Ich weiß es nicht. Google mal. Ich kenne kein Bier, das so schön prickelt in meine Bauchnabe. Ja, war eine Bierwerbung von Schäferhofer Weizen. Du brauchst nur bei Google prickelt in meinen Bauchnabel eingehen. Warum sollte man ein normaler Mensch das tun? Keine Ahnung. Kennst du das, diese Vorschläge zum Beispiel, ich habe aus Versehen, und dann gibt's da so ein Meme, ich habe aus Versehen ein Regal zusammengebaut, ne? Und dann steht da wirklich so ein Typ vorm Regal. Hey, ich hasse, wenn das passiert. Ja, ne? True Story. Das passiert mir auch so häufig. Ich höre gerade nichts, ich höre nur Crawl. Ist doch schön. Wir können ja alle mitsingen, damit es für dich noch schöner wird. Oh ja. Dieser Moment, wenn du in der Schule sitzt, ein Stück zurückrutscht mit dem Stuhl und es so klingt, als hättest du gefurzt und die ganze Klasse sagt zu dir und du hast einfach mal gar nichts gemacht. Und dann, wenn du das auch noch versuchst abzustreiten, sag als dir ja. Es macht einfach nichts besser, weißt du? Das hab ich letztens gehabt. Jetzt nicht in der Schule, aber hier. Da haben wir irgendwie Raclette gegessen. Ich saß auf meinem PC-Stuhl und der macht dann immer ziemlich ungesunde Geräusche, ne? Dann bin ich ein Stück nach vorne gekommen und dann wirklich kam unser komisches Geräusch, weißt du, weil ich einfach gerade am Fleisch schneiden war und so.
Und alle sagen, und dann werde ich angeguckt und sagen die zu mir, ich guck die nur fraglich an, denk so, was? Weißt du? Und dann habe ich erst irgendwie nach 5 Sekunden so realisiert, dass das wohl so klang, als hätte ich gefurzt, weißt du? Da musste ich automatisch mitgrinsen. Aber ich hatte einfach nicht, weißt du? Weil ich habe erst so eiskalt reagiert, so, was? Und guck die voll fraglich an, die sagen zu mir, du hast gefurzt. Ich so, nee, hab ich gar nicht. Voll schlimm, ey. Scheiß. Oh ja, das ist wirklich krasser Shit. Das heftige Leben von Paddy, Alter. Ja, Leben am Limit. Du lebst, nicht in Lübeck, du lebst in der Danger Zone, Alter. Oh ja. Nice, abgeblockt. Dieser Moment, wenn du auf Toilette bist und kacken musst und stellst fest, dass von der Rolle Klopapier nicht viel übrig ist. Leben am Limit. Ja. Ja? Warum? Ja, ja und? Jetzt nicht mehr. Okay, jetzt wieder. Die haben sich gegenseitig gebumst. Das müssen wir gleich mal reporten hier, ja, sexuelle Inhalte auf Twitch geht ja gar nicht. Nach 22 Uhr, ja. Das juckt dich nicht, ne? Das ist trotzdem hier verboten. Das verstößt gegen die Art. Gucken ja keine Minderjährigen zu, ne? Larry. Larry. Ich bin Erster! Nein, und ich krieg noch eine Ratchet reingedrückt. Ja, trotzdem Vierter. Larry wird endlich erwachsen. Komm mir in der Fall. Gesundheit. Aber Hachi, mein Bruder! Du, das ist mein Schulter! Der Grieche, aber Hachi, Gesundheit! Gesundheit! Normale Menschen. Deswegen hasst ihr mich. Ja. Ja, ja. Immer diese Flachwitze, ne? Ich hab das eine S haben gemeint. Ja, ja. Die Storys, die ganze Zeit, wenn ihr irgendwelche Chats rein mit Gast sind, nur Sachen. Ah. That's racist. Ding. Memes. Normale Menschen sind scheiße. Hast du sehr clever erkannt. Danke. Was? Alle Menschen sind scheiße. Ha, gut. Übrigens haben sich seit letzter Woche meine Japanischkenntnisse um einen weiteren Satz erweitert. Okay, halt dich fest. Ryoga Wakateki Wokuro! Das heißt. Das ist die Ultimate Tod von Hanzo. Ich wollte gar nichts sagen, ne? Ich wollte echt nichts sagen. Ich wusste gleich, woher das kommt. Ich hab extra die Schnauze gehalten. Von Genji kann ich auch. Die von Genji ist glaube ich sogar. Gott. Die konnte hier Kero auch immer. Die Ulti. Ey, ich hab kein Item bekommen. Oh, ein Blitz. Und wir, es wurden wir 2 Leute gedodged. EGs. Ja, die Leute können auch nicht mehr darauf achten, dass wir hier im Stern sind. Ja, natürlich. Natürlich. Noch ein Buschel. Ja, wow, nice.
Pilz, nein! Oh, mir wurden meine Pilze geklaut! Nein! Ich am Arsch! Hier ist Schuss, guck mal. Ellie's Sniper Toast Warrior, Alter. Sechster. Geht doch. Ah ja, ich. Oh ja, königliche Rennpisse. Ja, ganz eindeutig. Ja. Genau, Larry. Aber Hachi, mein Bruder. Ah, ja. Gesundheit. Ja. Ich hau das jetzt mal in Google-Übersetzer rein. Mal gucken, was der da raushaut. Ich weiß noch gestern, da hat einer was bei mir auf YouTube in Japanisch geschrieben. Das habe ich übersetzt. Das war geil. Was dabei rauskam, ich habe es in Google Übersetzer gehauen, ne? Und Google Übersetzer hat ausgespuckt. Ich war, das kann man auch auf YouTube sehen. Das war direkt kurz vor Schluss, was geschrieben wurde, ne? Und ich habe okay, so gesagt, also oh, Scheiße. Google Übersetzer sagt, ich werde ist erstaunlich gut. Pass auf. Das Beste. Ich hab's geschrieben. Ja, was bei mir rauskam, war Hausdorfraum. Ja, und Dorf mit 2F geschrieben. Hausdorfraum. Ja, wer kennt nicht den Hausdorfraum, Alter. Ja. Bester Mann, Alter. Ich hab mal, früher als diese Sachen mit E-Hack waren, ne? Wenn du ja bei Google eingegeben hast, wie viele Gurken wurden in den letzten Tagen vernichtet, hat das Wort Gurken zu Türken korrigiert. Und fragte noch, meinten sie, wie viele Türken wurden in den letzten Tagen vernichtet? Das habe ich auf Facebook geteilt, das Bild. Das war so richtig Sets-Racist von Google. Das ging wirklich. Genauso wie früher Google, der Google-Übersetzer ganz gut Beatboxen konnte auf Deutsch. Kennt ihr das? Ja. Wo einer und sowas eingibt und dann hängt erstmal Google-Übersetzer und Beatboxt da erstmal eine Runde. Ja, das sind doch die klassischen Memes, Alter. Genau. Und Fluffy guckst immer noch auf Zoro rum. Ehrlich gesagt, im letzten Tag gar nicht, aber ich habe auch im letzten Tag sehr wenig mit meinem letzten Konto gemacht, also. Aber die Seite hast du ja auch nur durch mich gefunden. Die ist absolute Abfuck. Ob das jetzt eine gute oder eine negative Sache ist, das bleibt noch zu entscheiden. Ja. Ist jedenfalls gut gegen Langeweile, die Seite. Das stimmt. Oh nein, scheiße. Das war früher so schlimm, da, ich weiß gar nicht, die Sorte gibt es ja schon seit, keine Ahnung, die Seite gibt es schon seit 2005 oder so, also schon richtig, ja, richtig lange. Jetzt krieg ich wieder alles reingedrückt. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mich immer gefreut habe, wenn auf Zor stand, es gibt neue Sachen. Ja. Kein Item, geil. Nein, was mach ich denn da? What? Ja, RIP. Not hey, like this. Wieder ja, dieselbe Scheiße. Zwei Runden, erste und dann kommt die Dusche. Paddy? Ja. Oh, ich hab letztens mit dem Kumpels mal wieder Mario Kart DS gezockt, ne? Und es war ja richtig Diabetes, wie viele fucking Blutfels da kamen. Larry, ich hab's jetzt gerade nicht verstanden, weil Fluffy das mit den Blue Shells erzählt hat. Du musst aber nicht gegen die fahren, gegen die Röhren. Nur als Tipp. Ich liebe aber große, dicke Rohre. Jetzt sind aber noch Minderjährige. Ja, Paddy verlegt was, seine Rohre, Paddy lässt verlegen, ganz, Alter. Ganz ehrlich, ne, was sie schon wieder denkt, ne, ey. Also ganz ehrlich, ne? Ich hab von den Rohren da bei Mario gesprochen, woran hast du denn gedacht? Kennst du auf Kika Schwanzvergleich?
Ja. Einfach mal im Hintergrund anmachen. Eines der besten und bearbeiteten Videos auf YouTube. Ich gehe dann mal langsam aus Discord. Warum? Nein. Das wird zu pervers hier. Dabei fangen wir doch gerade erst an. Immer diese Pädophile. Nee, wenn du noch nicht erwachsen bist, das sind wir. Wie war das noch? Wie war das noch? Alles ab 12 ist dehnbar. Hey, Paddy. Ja? What's the best part about 27 year old girls? Boah, war das cool. Das ist genauso wie hier, ne? Ich warte. Was? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. You have 20 of them. Oh mein Gott. Das ist genauso wie, 3 7-Jährige sind mehr wert als eine 21-Jährige, ne? 3x6 ist auch 18. Geht ein Pastor mit einem kleinen Jungen durch den Wald. Sagt der Junge, Herr Pastor, ich find's so unheimlich. Sagt der Pastor, was soll ich denn sagen? Ich darf nachher alleine zurückgehen. Ja, Kirchenwitze sind die tollsten. Whoa, whoops, oh. I dropped my monster condom that I used for my Magnum Down. Auch schon lange nicht mehr gehört, ey. Das neue Senfteller. Ach mein Gott. Welche Bedeutung Senfteller? Welche Bedeutung Senfteller hat? Ja. Ja, es ist halt ein Senfteller, ne? Es ist halt der leckere Brotaufstrich am Morgen, du. Sie sind noch nicht richtig wach, denn Boxsenfteller sie um. Sie mögen Sprache, vergessen den Superlativ. Nehmen Sie Senfteller und benutzen Sie den Ultralativ. Ja, ja. Steigern Sie alles so weit, dass es zu scheiße wird. Ja, ja. Bleib noch. Ich hab eine Krone und zur Feier des Tages gibt es Senfteller. Nur bei mir im Stream hier. Denn nehmen Sie auch Ihre Packung Senf. Warte? Senfteller. Geh dann mal. Okay. Tschüss, Larry. Und vergiss nicht, morgens früh immer Senfteller aufs Brot. Kann ich sag dir doch, ich gebe das aus Discord raus. Wie bitte? Overflug sagte, steigern Sie Namen. Früher war ich Stefan, aber heute bin ich am Stefanschen. Oh Gott! ist Larry noch da? Nein. Okay. Nein. Senfteller. Vor allem, ich blende immer schön das Bild ein, wenn ich das sage, ne? Und es kommt Käseland. Käseland hat zufällig dieselbe Farbe wie Senfteller. Alter. Harry, du sollst doch nicht sterben. Ist Larry noch da? Negativ. Negativ? Jetzt nicht mehr. Oh. Baby, doch. Ich hab mal so ein Bild letztens gesehen. Ne? Das war auch schon wieder so schwarzer Humor. Da stand ein Schwarzer in einem Loch, das gebuddelt wurde, und stand darüber negativ. Oh, okay. Das war auch so flach. Ja, ich hab in dem Moment so gelacht. Und vor allem hat auch so schön grimmig geguckt, ey. Negativ. Weißt du, was mich das erinnert irgendwie? Na, scheiße. Na, kennt noch dieses Video,
nicht länger. Nicht so länger. Ja. Lecker. Nicht so lecker. Die Schnatz! Ja. Oh, Gardin! Boah, Mann. Slap, den das finde ich ehrlich gesagt gar nicht lustig. Nee? Ja, genauso wie diesen einen komischen Typen da in den Watermelon-Zimmer. Wenn du weißt, wen ich meine. Nee. Du Arsch! This is what I do, I sit on you, sit on you, sit on you. Kennst du das Lied? Nee. Das muss ich dir gleich mal schicken, das ist so absoluter Brainfuck. Bitte nicht. Doch. Du hast mich so oft gefoltert, jetzt darfst du auch mal ran. Mir wurde letztens erst schon dieses Lied vorgestellt. Welches? Du hast ja keine Song-Request an, ne? Nee, leider nicht. Wegen YouTube halt Urheberrecht, ne? Geht nicht. Ja, dann stell ich mal schnell einen YouTube-Link. This is what I do. I sit on you. Sit on you. I say what? What? In the butt. Ist Larry noch da? Nein. Nicht? Ich hab's zu Morgen gegessen. Oh. Yes. Komm schon! Was war das denn? Ich wurde zweimal in die Luft abgeschossen. Ja. Hey, komm. Einmal reich, danke. So, Fluffy, jetzt kommt's. Ich nehme. Oh ja, nehme ich Yoshis Tal. Ja, mal mich zum PC drehen. Wo ist denn das? Oh, da. Kennst du die YouTuberin Poppy? Nee. Nee? Oh Gott, ey. Die musst du dir mal angucken. Einfach nur ihre Videos. Die sind so unnormal dumm, ne? Was? Little Big Big Dick? What the fuck? Das wurde mir dieses Wochenende erst gezeigt, ja? Also letztes Wochenende. Vorletztes Wochenende. Ich war genauso sicher, wie du wahrscheinlich gleich sein wirst. Okay, 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 die Fresse hat mir gereicht. Ist das ein Typ? War das gerade ein Typ? What the fuck? Nee, komm. Da kommst du mir säuerlich hoch, ey. Hast du auch schon Lyrics gehört? Nein, ich hab nur den Anfang gesehen. Larry ist ja immer noch da. Ja, schau dir mal die Lyrics, hör dir mal die Lyrics davon an, die sind sehr qualitativ wertvoll. Aber das Bierboot kennst du, ne? Das Bierboot? Ja. Nee, sagt mir jetzt auch nichts. Nein! Und das Nein. Horn? Das Horn? Ja. Nee. Oh, Fluffy, das ist so witzig, ne? Muss ich gleich noch schicken. Ja, dann tu es. Ja. Ich spiele auf der Wii U aktuell, ich spiele gerade auf der Switch. Ich muss sie auch gleich schicken, das ist auch so übelst witzig. Weil ich habe auch die Zeit, wo wir halt nicht miteinander geredet haben, da habe ich auch so viel Scheiße gefunden auf YouTube, ne? Was sagt er denn? Wovon? Ja, das ist normal. Manchmal ist auch Scheißwerbung damit bei. Ach Mann, ey. Trifft da jemand jetzt? Wie bitte? Würde ich erstmal lassen. Ich muss mal nachher gucken. Tut mir leid.
Ja, manchmal ist es auch scheiße, wenn man damit bei so Viren und so. Ja. Aber es gibt auch keinen Filmklauen. Doch, nur nicht bei dem Dings. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ach du Scheiße, ey. Alter! Alkohol so mit Pilzen vorbei. So ist es, da ist es. Da. So fluffy. Einmal bei YouTube links das Bierboot. Dann schicke ich jetzt noch das Horn. So. So. Und das Horn. Fluffy ist so still. Scheiße. Ich sterbe gerade innerlich. Warum? Ich habe mir gerade kurz das Bierboot und das andere angeschaut. Und? Das reicht mir jetzt schon. Warum? Ich krieg gerade innerlich Diabetes. Ich finde das übelst witzig. Ich hab vor allem Winnie auch so viel Scheiße geschickt, ne, auch unter anderem den Mist. Also ich hab Winnie in letzter Zeit mit skurrilen Links gefoltert, kann man sagen. Der arme Junge. Wer ist eben schüchtern? Achso, Fluffy, ja, natürlich. Ich dachte, du wolltest off, Larry. Ja, es ist schon voll spät. Minderjährige müssen jetzt ins Bett. Genau das gleiche habe ich auch gedacht. Ich wollte es aber nicht sagen. So fies bin ich denn nun doch nicht. Das ist Fluffys Schuld. Ach so, Larry kann man doch mal fies sein. Zwinker. Ey, der Typ bleibt einfach stehen. Warte. Sie kann wenigstens ausschlafen. Mit dem neuen Senfteller brauchst du nicht ausschlafen. Denn nach Senfteller stehst du aber lattenstramm neben Bett. Nein, er hat meinen Stern gesnackt, dieser Arsch. How could this happen to me? Toll, ey, eine 8 gehabt und die wird's versaut, ey. War ja logisch. Oh shit. Alter, ey. Ich hab grad das so erste. Ich mag aber auch die Strecke nicht. Hasse. Warum mag keiner die Autobahn? Die ist voll cool. Ich hase sie. Autobahn wäscht, Alter. Und? Ach da. Ach ja. Oh, mach ich's mal. Die N64 Autobahn, scheiße. Nee, schon, die hieß ja nur Poppy. Sepp Poppy ist ja der Musikkanal. Ich mochte die Mondblickstraße bei Wii nicht. Nee, hat's dir gefallen? Nee. Das war meine Rennstrecke damals. Ich suche gerade das behindertste Video, was ich hier gefunden habe, warte. Wo ist das? Genau, das hier.
Und jetzt ganz ehrlich, ne? Guck, lass dieses Video gleich auf dich wirken, Fluffy. Und ja, bedenke mal die Aufrufzahlen und die Like-Zahlen. Mhm. Na, ich bin aber gerade nicht. Was ist? Ich bin aber gerade nebenbei damit beschäftigt, abgeschossen zu werden. Also nur so zu deiner Information. Mit Video angucken ist quasi schlecht. Das geht nur 31 Sekunden länger nicht. Und es wird dein Leben verändern. Ich hab's dir privat geschickt. Das ist mir sogar zu doof, das in Discord zu teilen. Wie viel kostet Senfteller? Nicht Teller. Teller. Mit A. So wie Nutella. Also Larry, ne? Das war schon mal der erste Fail heute hier. Der erste von vielen. Ja. Das geht so nicht. Wenn, dann muss es auch richtig geschrieben werden. Ein Senfteller, weiß ich nicht. Da mussten sie einen Teller aus dem Küchenschrank nehmen, den mit Senf einschmieren und dann hast du Senfteller. Und dann kannst du ungefähr Pi mal Daumen nachrechnen, wie viel du dafür bezahlt hast. Snoogat. Muss die Joghurt auf dich streichen. Jo, ist klar. Glaube ich, falsch, ich muss den Joghurt auf dich streichen. What the fuck, Paddy? Alter, warum? Ich bekomme gerade auf irgendeiner Internet-Aids. Wieso? Es war gerade super laggy hier. Und der Stream läuft von mir gerade gar nicht. Was? Wie kannst du dir meine Hackfresse nicht geben? Schäm dich! Oh, Alter. Das war. Ach, die Blusche. Ich verstehe gerade akustisch von euch gar nichts. Geil. Aber wir verstehen dich. Die Blusche. Du bist ja auch so weit hinten. Ja, ich wurde von der Blusche in der Luft getroffen. Autsch! Gott, ey. Nee, ich will nur messen, das ab Gott sei Dank noch die zweite. Ich meine, ich bin ja momentan, Mann, ich wollte gerade sagen, immer schaffe ich diese verkackte Abkürzung nicht, ne? Ich konnte sie in der ersten Runde nicht geben. Ja, wow, ja. Er hat mir mein Item geklaut. Markus, natürlich kenne ich dich noch. Wie geht's? Lang nichts mehr von dir gehört. Als ob ich dich vergessen könnte. Die Schnappatmung bei Smash. Ja, da war kurz so müde. Das kann ich nicht vergessen. Das war ein Moment so episch wie, weiß ich nicht. Egal wie sehr es versucht. Wow, da ist Blitz. Nein, ach komm schon, man geht dann immer weg. Ich krieg immer. Die klauen immer die Items. Was ist denn das für eine Scheiße? Das ist voll Mobbing. Mann. Ich bin anscheinend nur mit Ohren. Lol, noch drei Plätze rausgekommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bis heute hat mein Joy-Con noch nicht ausgesetzt, ne? Wow, also, ein Pluspunkt. Aber trotzdem bin ich so schlecht. Aber weißt du, was ich erstaunlich finde? Ich habe echt gedacht, ich kriege Minuspunkte und fall irgendwie auf unter 2000 Punkte, aber irgendwie kriege ich trotzdem Pluspunkte. Auch wenn ich die ganze Zeit verliere. Wahrscheinlich wegen mir, weil ich 6000. Siehst du, was du für ein Lauch bist. Fluffy. Ja. Ab auf die stille Treppe und schäm dich. Nö. Doch. Nö. Ich hab ja gesagt. Aber ich hab nö gesagt. Oh Gott, ich muss das Video ausmachen, das ist schrecklich. Na Markus, wie geht's dir so? Natürlich kannst du uns schreien. Ich spiele aber gerade auf der Switch. Hast du eine Switch? Wenn ja, dann kannst du mich einmal adden, indem du im Chat Ausrufezeichen FC eingibst. Da ist dann halt noch der Freundescode von mir. Dann kannst du mich adden und ich nehme dich jetzt nach dem nächsten Rennen dann an. Halt das alte Prinzip. Logo, okay, cool. Hat sich nichts geändert. Außer, dass ich halt eine grüne Wand hinter mir habe. Oh, ich krieg keine Items.
voll in die Kiste rein. Sonic, warum hat ausgerechnet deine Banane mich getroffen? Weißt du, vor mir waren drei Leute, ne? Und deine Banane trifft nur mich, ne? Und die sind alle locker da durchgefahren. Super. FA ist raus, ja, hab ich gerade erhalten. Ich nehme dich nach, wie gesagt, nach dem Rennen einmal schnell an. Teddy, ich habe ein Video für dich. Oh Gott. Ich hab Angst. Ein normales oder ein katastrophales? Ein Meme. Ein Meme. Ja, was auch sonst. Es ist normaler als das, was du mir geschickt hast. Ja gut, das ist auch nicht schwer zu toppen. Oder das ist, besser gesagt, das ist sehr schwer. Warum schon wieder kein Item? Das ist sehr schwer zu toppen. Weil das ist wirklich... Aber überleg mal die Likes und Dislikes auf diesem Video. Und was das für ein Video ist, ey. What the fuck? Warum? Weil Baum. Weil Joghurt keine Geräte hat. Nein, scheiß mein Schatz. Magische Mieswurstel, die ich jemals heiler. Hat das gerade geflackert, das Licht? Oh, fuck. Hup, hup. Ich. Verdammt! Rache. Nein, wir haben den Pizza tot. Ja. Oh nein, nein, nein. Oh. Ich bin schön. Was ist denn hier los, Mann? Oh, das ist cool. Teddy, rate mal, wer letztens in der Rutsche sich die Füße aufgeschnitten hat, in der Wasserrutsche. Du. Ja. Gratulation. Weißt du, was Andi schafft? Es gibt da eine bestimmte Schwimmhalle, wenn wir mit ihr dahin fahren, ne, sie kommt immer so mit halb gebrochenen Füßen und sowas nach Hause. Die Fluffy, sag sagt, Fluffy hat gerade gesagt, er hat sich letztens beim Wasserrutschen den Fuß aufgeschnitten. Oh. Also das ist mindestens Scheiße. Genauso bemerkenswert, Schatzi. Ich hab das alte wieder. Anni sagt gerade, Fuß auf Nein ist gar nichts, sie hat einen halben Nagel verloren. Oh, ich auch. Er auch, sagt er gerade. Okay, gut, dann nehmen wir einmal die FA an, bin 10. Platz. Da. Natürlich, annehmen. Da ist er, Markus. Freunde werden natürlich. Locken. Nein, ich heiße nicht Fluffy. So, okay, angenommen. Zack. Hat gerade jemand meinen lieblichen Username mit dem Namen? So, ich guck mal das an, was du mir jetzt geschickt hast. Boah, ich muss unbedingt Poppy schließen, die ist voll, weiß ich nicht. Wo ist denn das? Was ist das? Oh nein, ich kenne das. Das kenne ich, ja. Das ist so unglaublich geil. Das ist so oh nee. I'm eat eating. Kennst du noch das, wo wir das gemacht haben mit... Wo sie das gleiche Video dann noch mit Lucio gemacht haben? Leandro, hey, willkommen, schön, dass du da bist. Du machst gleich auch wieder mit. Heute mal mit Cam. Aber leider, ab ist wieder mein Bot, alles klar, Larry. Alles bei dir. Ach, Scheiße. Was war das? Was? Ja, Pet? Paddeln X-Zahl, ja man. Ich müsste eigentlich auch so ein Ruder mal als Bild nehmen, so ein Paddel, ey. Okay, gut, weiß ich Bescheid. Ach Gott. Der Chat ist weg. Nju, zack. Wow, da hab ich einen erwischt. Der Blutbart, scheiße. Oh mein Gott.
Was? Der kommt blocken? Ah, oh, da kommt eine blaue. Ich hab's schon gesehen. Schon als sie abgeschossen wurde, hab ich's gesehen. Boah! Ich dachte gerade die Tür. Teddy, du kennst doch noch das. Ja? Was? Scheiße. Du kennst doch noch das Video Late for Meeting, ne? Sagt mir zumindest gerade gar nichts. Okay. Warte, ich schick dir einen Link, das ist legendär, das musst du sehen. Alles klar. In fact, ich stell's bei YouTube Links rein. Die Firma Paddeln Xta verkauft Zimtteller exklusiv mir. Ja, immer, auf jeden Fall. Oh Gott, ich bin so hier. Oh Gott, die Bombe. Ist hier schon letzte Runde? Ja! Nein! Boah. Ich hole mir aber einmal ganz, ganz kurz was trinken. So. Oh, dieses Geräusch, es tut mir leid. Ich komm gleich wieder. Alter. Wo ist mein Einhorn? Oh Gott, Käseland. Ja. Das ist eine berechtigte Frage. Ja. Boah. Ach, genau, das ist im Fall. Scheiß drauf. Krieg ich jetzt das. Oh Gott. Ist alles so ein bisschen eng hier. So. Entschuldigung. Autsch. Boah, ich hasse diesen Mikrofonständer. Seitdem ich ihn habe, quietscht er so. Das tut mir echt leid. Deswegen sag ich grad, sorry. Das war nicht mit Absicht. Okay, Fluffys Liebe, mach ich's nochmal. Nein, das ist gemein. Inkling Killer, hey, willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, es kann mir nichts zu trinken eingießen, ey. Verdammt. Dann ja, muss ich noch halt spielen. Paddy. Fluffy. Wo? Schau auf Discord! Gleich! Fahr grad! Beziehungsweise ich fahr jetzt ja am Start verkackt. Der Lock ist es auch schon voll. Hab ich schon versucht, Markus, das ändert nichts. Das hält maximal, lass mich lügen, 2 Tage, dann ist der Scheiß wieder da. Ich muss mir so oder so bald einen neuen Ständer holen. Das ist so dumm. Nein, weil der bricht bald ab. Boah. Nein, scheiße. Das ist voll schlimm. Das ist aber auch bei meinem Cousin passiert. Er hat auch sich den gleichen Ständer geholt, aber seiner ist schneller abgebrochen als meiner. Meinen habe ich jetzt ein bisschen gepflegt. Was? Und ich weiß nicht. Ich passe halt auf, wenn ich das Mikrofon verschiebe. Oh, okay. Ja. Ich meine, ich bin allgemein nicht so der Fan von 200 CCM bei Mario Kart. Ist immer so ein bisschen heavy, finde ich. 200 ist nice. Nein. Und weil die ganzen Leute nicht auf Kart kommen, das irgendwie immer hinkriegt, Erste zu werden, da. Weil die Leute nicht wissen, wie man das Driftbremse macht. Ja, es ist so ein bisschen. Weiß ich nicht, Gesundheit. Gesundheit. Das ist so ein bisschen Gesundheit. Das, Markus! Ah! Und ich hab Item verpasst. Ja. Toll! Ja. Super! Let's. Oh, scheiße. Ja. Oh Gott! Ja, RIP! Oh, was soll das denn? Ja, das stimmt, das sieht wirklich ziemlich unbequem aus wie Link. Was war das denn? Nein, meine Banane. Ja, genau, Senfteller Einhorn Edition. Naja, ich meine, okay. Wenn du schon findest wie Link, das ist unbequem aus wie Link da hockt,
erinnere ich dich nur mal zu gerne an Waluigi aus Mario Kart DS. Wieso? Was war da? Ah, oh, scheiße. Der hat noch längere Beine. Der hat wohl so ziemlich die unergonomischste Pose der Welt gehabt. Okay. Das höre ich öfter, aber irgendwie, es ist halt wie es ist. Okay, Moment. Nochmal für Larry. Das neue, Senfteller. Hier auf meinem Kanal. Exklusiv Senfteller. Der Brotaufstrich, der dich morgens wegboxt. Heißt Senfteller. Gut, das reicht. Winnie ist da. Wo ist Winnie? Wo ist Winnie? Wo ist Winnie? Ja, wie gesagt, das mit den Abonnenten, das ist halt wie es ist. Da kann man, das kann man nicht ändern. Naja, mein Senfteller. 1,5 Stunden habe ich für dieses schöne, misshandelte Nutella-Glas gebraucht, das so aussehen zu lassen. Alles klar, man sieht sich, Inklingkiller. Danke, dass du da warst. Schönen Abend wünsche ich dir noch. Oh nein, der Winter, scheiße. Ich muss echt sagen, ich bin selbst überrascht, dass ich das mit dem Färben und alles so gut hingekriegt habe. Was? Guten Morgen, Gimp-Freunde. Winnie, du bist fies. Ey, komm, aber dafür, dass du es mit Gimp bearbeitet hast, sieht das echt gut aus. Das musst du zugeben. Ausgenommen den Schriftzug. Der ist ein bisschen fail, aber ich weiß nicht. So gut kenne ich ihn auch damit nicht aus. Alles klar, wie gesagt, gute Nacht, Inklingkiller. Danke, dass du da warst. Ja, kauf mal Photoshop. Hast du mal gesehen, was der Kram kostet? Dann. Boah, Ich weiß nicht mehr, ich weiß auf jeden Fall, dass es weit über, ich glaube, Photoshop und kostet, glaube ich, über 1000 Euro. Alter. Photoshop ist richtig teuer. Es sei denn, du kannst auch irgendwie so ein Abo abschließen für 20 Euro im Monat, glaube ich, für Studenten. Da kannst du dann halt das Programm auch so nutzen und das war jetzt gerade übelst fail. Ach, mein Feuerball. Die Feuerbälle. Ja, von Donkey Kong. Oh. Donkey Kong. Nein, oh Mann. Das gibt's ja nicht. Warum haben die mal alle Sterne? Ich geh immer nur doofe Pilze. Schon wieder. Das heißt Schneemann. Und er hat schon wieder einen Stern. Das ist voll Mobbing, Mann. Und mich trifft die rote oder auch nicht. Sehr schön. Ja, Einhorn zeichnen oder Einhorn zeichnen, ja. Och ja, komm. The Rainbow Unicorn. Verkackt. Wer sagt's denn? Egal. Komm vor. In diesem Sinne, Prost. Oh Gott, hat man das schon? Ach, nimm Marius. Piste. Willi, wie kommst du, dass du jetzt noch on bist? Cool. Nice. Hashtag jetzt endlich. Ja. Ich weiß. Aber ich glaube, Sony Vegas toppt alles. Ich glaube, Sony Vegas kostet bei 2650 Euro oder so. Krass. Ja, das sind unnormale Preise, wirklich.
Aber alle, ich sag mal so, alle, ja, YouTuber, die jetzt nicht so erfolgreich sind, die benutzen 100% eine gecrackte Version, die alle so diese ganzen Sachen benutzen. Ich meine ganz ehrlich, ich wurde dafür schon mal ausgelacht, mit welchem Programm ich meine Videos render. Windows Movie Maker. Ja, ohne Witz. Ich render, ich weiß nicht. Ich renne wirklich meine Videos noch mit dem Movie Maker, weil ich so eine arme Sau bin. Aber hey, sie kommt gut an. Und da bin ich ganz ehrlich. Man muss einfach nur kreativ sein. Das ist genauso wie bei OBS oder sowas. Oder jetzt wie das mit diesem Senfteller. Man muss einfach nur kreativ sein. Wenn man das ist, oder wenn man sich da auch in Anleitung reinfuchst, also kann man sogar mit dem billigsten Programm das Beste fabrizieren. Das, wie gesagt, das sieht man ja auch daran, dass ich mit GIMP besser umgehen kann als mit Photoshop. Du hast es logischerweise nicht gekauft. Ja, das war logisch. Also hättest du gesagt, das hättest du gekauft, ne? Denn Holla the Wood Fairy. Ich bin schon wieder letzter. Aber egal. Na Katze? Oh, Alter, schon wieder kein Item. Was ist denn? Oh, ey. Genau das gleiche macht das Ding auch immer. WinRAR, genau, 40 Tage WinRAR testen und endlich lang WinRAR haben. Ja, das, ich glaube, kein Mensch der Welt hat sich je WinRAR gekauft. Na doch, wahrscheinlich so ein oder zwei, die so ganz. Alter, was ist denn los? So. Weißt du, ihr seid alle so weit vorne und mich treffen ernsthaft noch Green Shades, die von vorne einfach mal zurückkommen. Vielleicht hast du dir abgefeuert und nichts zu wissen. Nee, ich hab gar kein Item gehabt. Alter, als ob! Da hab ich eine 8 und schmeiß eine Bombe nach hinten. Meine 8 ist weg, yay! Und ich bin ja schon letzter, also von daher ist es ja auch nicht ungerecht oder so. Mein letztes Item: 3 Pilze. Und? 9. Immerhin. Geiler Greenscreen. Hi Fabi, ich weiß. Ja, ich ohne Softbox kannst du das Ding quasi vergessen. Es ist. Deswegen habe ich jetzt einfach die grüne Wand hier hingestellt und gut ist. Fluffy startet einen Heist. Ja, Winnie, dann kauf dir mal die neue Version, ne? Lohnt sich. Winnie muss erstmal seine Sterne abchecken. Jetzt interessiert mich mal, wie viele Stunden bin ich eigentlich dabei? Zu viele. Alter. Dezente Eskalation. Aber da kann man auch mal sehen, wie viele Stunden ich schon gestreamt habe, ne? Ja, ich war auch nicht jedes Mal da, aber auch. Davon mal ab. Wie viel Zeit ich im Internet schon verbracht habe. Ja. Wow, ich muss ja mal aktualisieren. Das spinnt schon wieder bei mir, das mit den YouTube. Sehe ich gerade, mit den Subs. Das stimmt gar nicht mehr. Wir haben soeben auch von Social Blade meine, die Rechnung für meinen Kanal, also die Prognose für die Zukunft, voll durch den
ja, durcheinander geworfen. Und zwar hat Social Welt vorausgesagt, dass ich meine 100 Abonnenten schaffe, wenn ich schon 280.000 Aufrufe habe auf meine Videos. Fand ich witzig, die Prognose. Nice. Aber wenn Fluffy will, dann versuche ich mal John Cena. Als Mii. Bei Let's Make Mii. Ich tue dir den Gefallen. Weil letztes Mal habe ich so ein bisschen mehr Anime-Charaktere gemacht. Das hat aber auch einen bestimmten Grund. Weil irgendwie Anime-Charaktere am meisten geguckt werden. Hast du mal gesehen, wie viele Aufrufe meine Kakashi-Folge hat, Fluffy? Nee. Die hat fast 1000 Aufrufe. Weeps. What? Nein! Boah! Nice. Ja, schon krass. Vor allem, du achtest da einfach nicht mehr drauf und wunderst dich, wo die Klicks herkommen, ne? Weil du siehst ja, auch wenn du auf die Analysen drückst, siehst du halt eigentlich nur die letzten 10 Videos. Und ich denke mir immer so, hi Fabi. Hi Lappen. Hat er gerade Lappen? Nein, hat er nicht. Nein, ich doch nicht. Das will er doch nie machen, Mann. Er sagt nur zu mir Lappen. Ah nee, zu mir sagt er Lumpen, stimmt. Ne, Fluffy? Hm? Zu mir sagst du nicht Lappen, zu mir sagst du immer Lumpen. Ja. Ja. Aber dir reicht sich für einen Lappen. Feels Batman. Batman. Das ist so geil. Na Fabi, was geht? Chillen, chillen, alles gut. Und dir so? Jetzt auch so Mario Kart noch so. Stream. Chat lesen. Nice Grüße gemacht. Ja, ne? Ja, das Problem ist, wie gesagt, ohne Softbox komme ich da nicht weit. Aber ich finde es immer besser, als wenn man den ganzen Hintergrund dann sieht. Also von daher bin ich echt ganz froh, dass ich den hab. Also ist schon, finde ich eigentlich ganz gut so. Wie gesagt, fehlt bei mir nur noch die Softbox und dann habe ich's. Ne? Ja. Alles klar, schon wieder 10. Ich fall schon wieder mal drauf. Vor den Plätzen. Aber ist ja nicht schlimm. Du bist ganz schön schlecht, ne? Ja, ich weiß nicht, heute ist irgendwie nicht mein Tag. Und Markus ist schon wieder raus. Du bist nicht gut genug von dem Gotischkeit her. Bist du noch drin, Sonic? Sonic? Oh, Sonic ist auch komplett raus. Wieso das denn? Ja, ja, es heißt nicht Satan, ich weiß. Wir sind alles noch online. Ah, okay. Winnie möchte die Song-Requests zurückhaben. Ja, geht aber nicht. Jedenfalls nicht, solange ich noch nebenbei auf YouTube streame. Weil, ne, ich hab ja gesagt. Und ich habe keine Lust, dass mein YouTube-Kanal gestrikt wird. Und Fabi, was geht bei dir so? Wie gesagt, chillen, keine Arbeit. Chillen. Ja, ich muss erst morgen wieder arbeiten. Auch nur spät. Wann, was heißt das bei dir, spät? Spät ist, ich kann, das ist, was willst du auch zurück? Achso, Song Request. Ich kann, ja, das ist bei mir unterschiedlich. Also morgen habe ich nur 3 Stunden Arbeit von 16 bis 19 Uhr. Wow. Ja. Dafür muss ich aber halt am, zum Beispiel am 31.07. Von 8.30 Uhr bis 19.15 Uhr arbeiten. Also über 10 Stunden. Verstehe dich nicht, ich krieg grad wieder eine Crawl.
Achso, ich hab gesagt, ich hab vor die Pimmelschicht weiß und du hast vor die 3-Stunden-Schicht neu. Wow. Ja, wow, dann warte mal ab bis Ende des Monats, denn da habe ich mehrfach 10-Stunden-Schichten. Und 9 Stunden. Wie bitte? Und wie kommt das? Ja, weil sie jetzt mich noch sozusagen schulen, also sprich, mich in den Betrieb sozusagen einlernen. 2 Wochen, dann soll ich alles können, werde ich aber definitiv nicht können. Und ja, weil was die da für Vorschriften haben und so, das wird sowieso noch stressig genug. Aber ich mache mir da keinen Stress. Na, ich habe immer die scheiß Frühschichten jetzt, ey. Ja, gut. Von 4 bis 12 immer, das ist echt ätzend. Wo arbeitest du? Ach ja, bei der Tankstelle, stimmt der. Ja. Ja, Mann, SB-Tank oben. Stolz so. Geil. Wann fährt der erste Bus? 10 nach 3. Wann bin ich da? Halb 3, nee, halb 4 bin ich da. Weißt du, wann ich mal frühestens anfange zu arbeiten? Na? 8.30 Uhr. Wow. Beziehungsweise eigentlich 8.45 Uhr, aber ich soll um 8.30 Uhr schon da sein. Das ist ja wirklich kein Problem. Ne. Und halt am Samstag nur bis 16 Uhr Schicht, ne? Mhm. Das ist auch geil. Wow, die hat mich nicht getroffen. Nice. Nicer Dicer. Nicer Dicer. Von Fusion. Ja, so ist das halt, ne? Mhm. Auf jeden Fall. Boah, was nehme ich denn? Ja, genau, Fluffy. Ich nehme die staubtrockene. Du hast es mit den Ultis, ne? Ja. Vor allem die beiden nicht, das ist so cool. ich wollte gerade was zeigen. Habe ich dir das schon mal gezeigt? Warte. Fabi? Fabi? Er ist schon wieder gemutet. Nice. Wow. Respekt. Habe ich dir das schon mal gezeigt? Muss der gucken. What do I see it on you? See it on you? See it on you? Sie ist auch so bescheuert, ne? Ist Larry noch da? Oder ist Larry schon weg? Keine Ahnung. Sie müsste eigentlich ja schon schlafen, ne? Ja, ne? Sie müsste schon längst Bubu machen. Schon lange im Heimverbändchen sein. Oh, sie ist noch da. Okay, Larry, wir haben nichts gesagt. Larry, das hast du nicht gehört. Das haben wir nie gesagt. Warum? Warum hast du uns? Oh Gott. Mann, kann er nicht mal seine Runden abschießen? Ich will an ihm vorbeiziehen. Oh Gott, das ist scheiße.
Oh Gott. Jupp, RIP. Das war verkackt. Wow. Nice Dice. Scheiße. Nee, komm. Ah, oh, ja. Fail. Neunter. Passiert. Da kann ich ja gucken. Oh geil, Excitebike oder Babypark? Dann nehme ich Excitebike. Die mag ich noch lieber als Babypark. Babypark scheiße. Ach, es geht. Ach Larry, das ist alles nur Spaß, weißt du doch. Ja, ja. Betty. Ja. Ja. Es ist Excitebike geworden. Was ist denn? Ah, YouTube links, hast du es reingetan? Nee, ich hab's hier versehen. Oh Gott. Was ist auf YouTube links drin ist, ja. Der Scheiß. Ja, schon mal bitte auf WhatsApp, ich hab dir auch was geschickt. Ich frag mich gerade, habe ich dir das schon mal geschickt? Muss ich gleich mal gucken. Aber ich glaube, ich werde auch noch bis halb streamen und dann werde ich mir noch eine Kleinigkeit reinpfeifen und irgendwie voll Hunger haben. Und dann versuche ich irgendwie die Tage nochmal zu streamen, aber ich kann euch sagen, morgen Abend wird es definitiv keinen Stream geben. Halt, wie gesagt, ich muss ja morgen bis 19 Uhr arbeiten. Wenn ich dann noch was esse und dann halt, ja, ist schon zu spät. Ich muss auch irgendwie nach Hause kommen. Aber ich kann ja versuchen, am Donnerstagabend wieder zu streamen. Ja. Würde mich auch freuen, wenn ihr alle wieder mit dabei seid. Dann muss ich versuchen, jetzt irgendwie mal morgen die Folge Let's Make It Me aufzunehmen. Weil Freitag, ich habe ja immer sonst freitags die Folgen aufgenommen. Und ich habe ausgerechnet jetzt die ganzen Freitage immer so beschissen Schicht, dass ich es nicht schaffen werde, meine Folgen aufzunehmen. Das heißt, die muss ich vordrehen. Eigentlich wollte ich schon Montag vorproduziert haben. Und heute kam ich auch nicht dazu. Oh, okay, never mind. Morgen komme ich auch nicht dazu. Rest. Alles klar, es wird. Ich glaube, ich werde es diese Woche gar nicht schaffen, eine Folge Let's Make Me aufzunehmen. Scheiße. Freddy? Ja? Ich hab mal nur eine Frage, sammelt ihr eigentlich diese Minion-Dinger da? Ja, genau. Ja, ich hab noch 7 Packungen noch übrig und vom Großeinkauf vom Sky. Geil. Kann ich noch gerne mal rumbringen, weil. Oh ja, sie freut sich. Das ist sehr gut. Dafür keine Verwendung. Nee, das ist klar. Ah nee, aber die Kleinen sammelt die Minion-Teile. Auf jeden Fall. Ich bin Dritter geworden. Oh mein Gott! Ja, Fabi, wann spielen wir eigentlich mal zusammen CSGO? Können wir Tage mal machen. Also, das kann ich, muss ich mir echt mal vornehmen. Ja, ich bin da. Ja, muss man nur sagen, weiß nicht. Ich glaube, morgen kommt meine Freundin. Ich weiß nicht, wie lange die sein tut. Sonst Abend halt nochmal. Aber morgen Abend sollten wir gerne machen, kein Problem. Mhm. Ja, wie gesagt, ich muss aber morgen noch bis 19 Uhr arbeiten, ne? Dann hole ich was zu essen von Merlin. Ja, also ich bringe Essen von Merlin mit und dann essen wir und dann mal gucken. Danach hätte ich Zeit. Spiel kaputt. Nein, Larry, das Spiel ist nicht kaputt. Stimmt, wieso? Aber wo ist Sonic hin? Mann.
Ja, sonst komme ich mal, wie gesagt, immer mal die Tage mal rum, bring die Dinger dann mal vorbei, weil. Ich weiß nicht, ich meine, wie gesagt, ich habe dafür keine Verwendung. Alles klar, ich weiß Bescheid, das ist ganz, ganz lieb. Und falls du mal irgendwie noch mehr solche Dinger kriegen solltest, immer herbringen. Pia sammelt die. Ja. Sie hat auch das Sammelheft. Ja, ich weiß, habe ich ja letztens schon gesehen. Genau. Und wie gesagt, wenn du auf über 15 Euro kommst, versuch immer den Kram mitzubringen. Mit Senfteller hast du das gesehen, ne? Fabi? Hm, was? Senfteller? Nee. Komm, hast du einen Stream nebenbei offen? Nee, hab ich gerade eben nochmal kurz geschlossen. Wie kannst du nur? Wie ich nur kann? Ja. Ich habe gerade so schön meinen Senfteller eingeblendet. Geil. Ja, ich habe wirklich mich heute an GIMP gesetzt und habe ein Nutella-Glas verunstaltet. Kannst du dir gleich mal bei WhatsApp schicken. Ja, dann gucke ich mir auch mal Fluffy. Hä? Dein Link schaue ich mir an, wenn ich aufgehört habe zu streamen. Das ist ja nur 14 Minuten. Okay. Ich kann einfach vorbei und dann. Ne? Ja, natürlich. Ja, wir mussten halt nur Bescheid sagen, wann. Dann kriegen wir alles hin. Boah. Warte, jetzt halt an, wo du bist. Ja, ich weiß ja nicht, wie du arbeiten musst. Ich hab nicht wissen. Das heißt. Ich bin nur von 7 bis 12. Ja, ich hab halt, wie gesagt, jetzt morgen die Spätschicht. Donnerstag zum Beispiel hab ich frei. Ich habe heute auch frei gehabt, Fabi. Und ich habe Samstag auch frei. Ja, Alter, Junge, das ist ja mal. Das ist ja hier. Ja, das ist halt die erste Schicht. Das ist halt, ich werde halt jetzt eingelernt. Nächste Woche sieht das dann schon wieder anders aus. Da habe ich schon wieder mehr Schicht. Weißt und. Du mir gesagt, dass du mir einlernen und der Power um 4. Das hat den ganzen Krieg da nicht gefallen. Ja, dann arbeite mal 10 Stunden, über 10 Stunden durch. Das muss ich auch noch machen. Ja, mein Gott. Ein paar Mal. Und dann auch 9 Stunden und sowas. Also, glaub mal, ich hab genug Schicht. Ne, ich hab ja wohl einen ganz anderen Aufgabenbereich als den du hast. Das stimmt. Ja, ist trotzdem Handel, ne? Also Einzelhandel. Naja, ich. Neben mir muss ich auch. Ich hab den gesniped. Oh mein Gott, geil. Sorry, sorry, Fabi. Alter, was ist denn das? Wie gesagt, während du im Laden bist, bin ich ja auch noch in der Waschanlage mit der Kamera. Ja, aber wie gesagt, wäsch dich mal, ist doch auch toll. Ich bin auch bei, noch fett in deiner Nähe. Warten wir mal Landstraße. Ich weiß. Wenn du reinkommst, sag ich raus mit dir. Ich komm eh, warum soll ich in die, warum soll ich an die Tanke gehen? Hab ich Geld oder was? Wobei ich sagen muss, dass die Tankstelle im Vergleich zu anderen noch voll billig ist, ne? Also zumindest was Lebensmittel und sowas da angeht. Und was die alles haben, die haben ja wirklich eigentlich sowas wie so ein kleiner Supermarkt, so Eier und alles. Das haben ja normalerweise Tankstellen gar nicht, ne? Doch, das ist eine Shell-Tankstelle, ne? Die sind eigentlich immer gut bedient, so was das Sortiment so angeht. Mhm. Also da kenne ich schlimmere Tankstellen. Ne? Ja. Zum Bleistift, wo ich war, Hem. Die war bescheiden genug. Oh, du warst unten in der Straße, ne? Ja, ja, genau. Bei Hem, meinem, warst du, ne? Ja, ja. Ja. Und es war scheiße. Warte mal, war das jetzt die gegenüber Frau McDonalds oder war das die neben McDonalds? Also auf der anderen Straßenseite oder? Auf der anderen Straßenseite, die neben McDonalds ist eine Star-Tankstelle. Ja, 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 ich weiß das doch gar nicht mehr, Mann. Nee, war schräg gegenüber von McDonalds da. Ach, die war das. Die konntest du übelst vergessen. 24-Stunden-Schicht, ich hatte immer schön während der Hauptzeit, ne, schön immer Feierabendverkehr und so, dass es eine Hauptstraße ist. Ah. Hat die immer zu tun. Und dann geil. Geben sie dir eine Liste mit und sagen dir, was du alles machen musst und am besten mal die Kaffeemaschine. Scheiß auf 3D-Puzzle, scheiß auf jedes Puzzle, was du gemacht hast. Die Kaffeemaschine war schlimmer.
Ne, Fluffy? Hm? Ich habe gerade gesagt, die Kaffeemaschine an der Tankstelle, wo ich mal gearbeitet habe, war schlimmer als dieses Puzzle. Welches Puzzle? 3D-Puzzle, egal. Also die Kaffeemaschine, ne? Die sollte ich ja immer sauber machen. Aber die bestand aus, weißt du, was ich wie vielen Teilen, ne? Da haben sie mir einmal, ich glaube locker aus 30 Teilen oder so bestand das, ne? Denn, und da musst du dir mal vorstellen, du hast noch nie im Leben so eine krasse Kaffeemaschine bedient. Dann sagen die Mitarbeiter zu dir, wir zeigen dir das einmal, dann musst du das können. Und dann bauen wir eine Kaffeemaschine mit 30 Teilen auseinander und wieder zusammen. Geil. War Hammer. Glaube ich dir. Ja, und wie gesagt, ich war dann auch schnell. Wie lange warst du bei der Ding nochmal? 3 Tage. Nicer Rekord. Ja. Ich will auch nicht versuchen, den Rekord noch zu unterbieten. Wirklich nicht. Das war schon schlimm genug, du glaub mal. Weil die haben ja so oder so nur Sachen gemacht, die eigentlich gar nicht legal waren. Zum Beispiel haben sie mich das Bistro bedienen lassen, ohne dass ich ein Gesundheitszeugnis hatte. Sie hat mich immer so eingeplant, die Chefin, dass ich mir gar kein Gesundheitszeugnis machen konnte. Das heißt also, wenn irgendwas gewesen wäre, dann hätte ich jetzt zum Beispiel Ebola gehabt, hätte die Brötchen angepackt, hätte eine Ebola-Epidemie in dieser Tankstelle ausgelöst, dann wäre ich angeschissen gewesen. Ich habe auch zu der Chefin gesagt, man kann mich dazu nicht zwingen. Ne? Weil erstmal muss ich das haben. Und sagt sie, ja, ich habe aber keine Mitarbeiter. Ich sag, das ist nicht mein Problem. Oh. Und dann darf das rein. Ja, das war mir dann aber auch egal. Weil, guck mal, sich zum einen beschweren, dass sie keine Mitarbeiter hat und dann sowas. Ist ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Ey, Vierter geworden. Larry, ich bin Vierter. Oh Gott, was hast du mir denn da geschickt? So, warte mal. Wollen wir Fabi das auch mal schicken? Das schicke ich aber über Handy. Oh ja, schon wieder Excite Bike. Geil. Wo bist du denn? Da. Hier, meine GIMP-Skills habe ich dir gerade geschickt bei WhatsApp. Schau es dir an, Fabi. Spielpot. Nein, Spiel ist nicht kaputt. Spiel funktioniert. Geil, oder? Er ist schon wieder gemutet, ne? Ich red mit mir selber, alles klar. Ich hab mich lieb. Ich. Larry, komm, ich red mit dir. Mit dir und Fluffy. Da krieg ich wenigstens Antwort. Ne, Fluffy? Ja. Du mutest nicht, ohne was zu sagen. Das ist nicht kaputt, Larry. Das ist mein Skill. Aber wenn ich dieses Video schon auf Discord sehe, Fluffy, Mann. Ist doch schön, oder? Nein. Ich hätte das Video gerade vergessen, ey. Und da muss ich es wieder posten. Warum? Nur um mich zu machen. Ja, danke. Oh, diese Ruhe. Und nicht crawling in my crawl und sowas, ey. Ich weiß noch. Song Request. Ich habe auch gesehen, zum Beispiel, es gibt dieses Affiliate-Programm oder so, wie das heißt, bei Twitch. Da kannst du so eine kleine Partnerschaft mit Twitch abschließen. Auch, dass ich einen Abo-Button kriege und Emotes und sowas haben darf. Zumindest schon mal ein, wenn man mich abonniert hat. Und ich habe erst überlegt, ob ich das mache. Aber da gelten dann auch wieder dementsprechende Regeln. Eine Regel ist zum Beispiel, ich darf keine Multistreams machen.
Also ich darf nicht zeitgleich auf YouTube streamen. Und die Stream-Wiederholung, die dürfte ich dann auch nur 24 Stunden, genauso wie Stream-Highlights, 24 Stunden nach dem eigentlichen Stream erst hochladen. Und die Regelung finde ich relativ kacke, weil ich meine ganz ehrlich, ich hatte dann so, bin ich in mich gegangen, hab so gedacht, so, bringt mir das überhaupt was? Lohnt sich das, so Partnerschaft jetzt schon zu machen? Und ich habe innerlich so gedacht, nee, ich finde das kommt doof rüber. Wenn ich jetzt schon nach 300, also fast, sagen wir mal, fast 400 Followern, so ein Abo-Button habe, ich finde das kommt so ein bisschen rüber, als wenn ich auf Geld aus wäre. Und dann habe ich mich dagegen entschieden. Hab gesagt, nee, komm, machst du nicht. Und das ist mir auch gar nicht wert, weil ich finde es einfach besser, wenn ich jetzt auf Twitch und YouTube streamen kann, weil ich einfach zwei Communities erreichen kann und es kann halt jeder mitspielen. Ja. Ich meine, wäre natürlich geil auch schon wegen dem Emote gewesen, da hätte ich nämlich das Senfteller als erstes Emote genommen. Ich glaube, das wäre ganz gut rübergekommen, aber... Nein. Ich weiß nicht, 5 Euro für ein Emote finde ich auch total dämlich. Aber wie gesagt, ich sehe das immer alles so ein bisschen anders. Oh ja, als ob. Nein, Mann, das gibt's ja nicht. Ja, Dritter, come on. Vierter. Ich mach noch ein Rennen und dann höre ich herauf, Schatzi. Habe ich aber auch gesagt, dass ich das halt mache. Hört los, Schatzi. Oh Gott, Alter. Okay. Welches? Eins vom Video. Ich kann mal schauen, ob ich es auf Google finde. Spielpot. Nein, Larry. Ich bin Dritter geworden. Ich war Erster. Das Spiel ist nicht kaputt. Ja, ja, wenn du Leuten erzählst, dass du aus Deutschland kommst. Ja, das ist auch geil. Das okay, ich vergesse das mal mit dem, dass ich das Bild suche, weil mein Laptop gerade schon wieder so heiß ist, das kann ich eine Kartoffel draufpacken. Geil. Das kenne ich. Mein Prozessorkühler dreht hier im Sommer gerade auch so richtig auf. Du hast, weißt du, das ist immer, du merkst es richtig. Ob ich gerade in der Auswahl bin bei Mario Kart oder ob ich gerade am Fahren bin. Weil mein Prozessor, du hast einfach nur in der Auswahl, wird er ein bisschen ruhiger, ne? Und kaum fahre ich, geht von das zu. Also es ist echt. Da jetzt ist der schwarze Bildschirm mit den Dings, das geht er gleich instant wieder runter, ne? Und gleich, wenn die Karte geladen ist, dann wird das Ding wieder laut. Da. Aber was will man machen, das ist halt nun mal bei der Wärme draußen so. Wobei, so warm ist es bei uns gar nicht. Das ist voll heftig, ey. Dass es gerade aktuell so kalt ist. Aber ich sag ja, der Sommer, der hat ja gut... Gerade erst angefangen, ist noch untertrieben, aber... Ist halt noch ein bisschen länger Sommer. Es kann ja sein, dass jetzt im Juli noch mal ordentlich was kommt. Pass auf, und immer schön dann, wenn ich am Arbeiten bin, dass ich da schwitze wie so ein Iltis auf der Arbeit. Das ist immer richtig bitter, weil wir haben bei uns im Laden keine Klimaanlage. Tja, RIP. Ja. Und da ich ja so schön für Wärme anfällig bin, ist das ja, weiß ich nicht, ist ein bisschen doof, ne? Das geht doch nie. Ja, was soll ich sagen? Bei uns gibt es gar keine Klimaanlage oder so. Ja, bei uns ja auch nicht. Habe ich ja gesagt. Ja, aber bei euch stehen keine Maschinen rum, die zusätzliche Wärme produzieren. Das nicht. Ja, zumindest wüsste ich nicht, was jetzt noch zusätzliche Wärme produziert. Als ob der mal eben so ganz normal weiterfährt, als wenn nie was gewesen wäre. Sommer ist böse. Ja, also für mich schon. Wobei der Sommer hat es nochmal extra in sich, aus dem einfachen Grund, weil so spät das ja alles angefangen hat zu blühen. Und ich merke einfach, dass meine Allergie so richtig rumraged.
Schon wieder ist die Andrea vorne, das gibt's ja nicht. Ich bin Erster! Bestimmt auch nur für einen kurzen Moment. Der kommt bestimmt eine Blue Shell oder so nach vorne, dann bin ich wieder am Arsch. Hast du eigentlich Monster Hunter auf der Wii U gespielt, Fluffy? Ein bisschen. Achso. Ja, war klar, dass du das machst. Würdest du dir das Double Cross holen für die Switch? Ich weiß es noch nicht. Was ich ein bisschen fail finde, ist, dass man ja nicht weiß. Man weiß ja schon, wann Monster Hunter World rauskommt, man weiß aber nicht, wann Double Cross rauskommt. Ja, habt euch vielleicht Fünfter. Na gut, immerhin. Wird's eine Kuh. Ach, zeichnet Larry wieder? Ja. Geil. Guti, das war aber auch jetzt meine letzte Runde. Ihr könnt eigentlich theoretisch noch ein Heist starten. Aber ja, Excitebike, aber scheiß drauf. Ich werde jetzt auch aufhören. Dann wünsche ich euch allen eine gute Nacht. Danke, dass ihr da wart. Auch mal danke an alle meine neuen Abonnenten auf YouTube und auch an die neuen Follower auf Twitch. Vielen, vielen Dank. Und ich wünsche euch allen natürlich eine gute Nacht. Und wir sehen uns im nächsten Stream. Vielleicht ziemlich Donnerstag wieder, vielleicht Freitag. Muss ich gucken. Ich schreibe genaueres auf Discord, wenn ich genaueres weiß. Und wie gesagt, euch dann noch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Adios. Amigos. Sie fliegen. Okay, einmal noch zum Abschied. Senfteller. Okay. Haut rein. Gute Nacht. Soll ich den Krankenwagen rufen? Später. Haut rein. Ciao.